Guten Abend allerseits. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wie immer hatten wir dramatisch überbucht und wie immer klappt es. Wie ich inzwischen gehört habe, hat es auch ein bisschen was mit der Wettersituation zu tun. Eine weitere Variable, die wir berücksichtigen müssen. Zu kalt ist schlecht, zu warm ist schlecht, viel Regen ist nicht gut. Aber heute liegt es so im Mittel, weshalb wir den Saal wieder schön gefüllt bekommen. Dazu sagen sollte ich vielleicht auch noch, dass wir diese Lecture Series ja nun schon seit ein geraumer Zeit so gut füllen und dass das aus meiner Sicht nicht jede Stadt so hinbekommt. Das ist auch eine Eigenschaft von Berlin, dass wir ein so großes Publikum für Fragen zur digitalen Gesellschaft mobilisieren können. Die Redenreihe Making Sense of the Digital Society begann Ende des Jahres 2017 mit einem Vortrag von Manuel Castells. Seither laden wir die Bundeszentrale für politische Bildung und das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft rund 6 bis 7 Mal im Jahr europäische Gesellschaftstheoretikerinnen und Theoretiker ein, um uns ihre Sicht auf die sich digitalisierende Gesellschaft nahezubringen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr sind wir Gast im Hau, im Hebbel am Ufer, ein für uns sehr besonderer Ort, der Kultur- und Gesellschaftskritik miteinander verbindet und für uns auch ein neues Publikum erschließt. Für heute Abend konnten wir Dirk Becker gewinnen, einen der profiliertesten Soziologen in Deutschland und bis dato einer der wenigen Gesellschaftstheoretiker, der sich für die Digitalisierung nicht nur interessiert, sondern auch systematisch sich mit diesem Medium und seiner Bedeutung für die Gesellschaft auseinandersetzt. Die Einführung übernimmt wie immer Tobi Müller, der auch nach dem Vortrag von Dirk Becker das Gespräch mit ihm führt. Ich wünsche uns einen interessanten und aufschlussreichen Abend. Ja, vielen Dank, Jeanette Hoffmann, für die einleitenden Worte, bevor ich den Gast ein bisschen näher vorstelle, vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Es gibt den Vortrag, dann gibt es das Gespräch hier erstmal zu zweit auf der Bühne für vielleicht 20, 25 Minuten und dann sind Sie dran und zwar auf mehrfache Weise. Es gibt hier und auch hier auf dem Balkon Saalmikrofone, es gibt aber auch, Sie sehen es hier vorne, den Hashtag Digital Society. Man kann bereits jetzt, wenn Sie möchten, Anmerkungen twittern. Ja, das ist auch möglich für all die Leute, die uns im Internet verfolgen. Wir sind auf Alex TV, wir werden aber auch gestreamt auf den Webseiten vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und sowohl auch der Bundeszentrale für politische Bildung, BPB, die machen das ja zusammen, diese Reihe her. Und es wird in den folgenden Tagen auch noch einen Podcast geben, nicht dieses Abends, das wird ein eigenes Gespräch sein, das Thomas Bechtle mit Dirk Becker führen wird. Das sehen Sie dann auf hiig.de. Mitte der 90er Jahre, das geht in der Erinnerungskultur zu schicken, retrofuturistischen Phänomenen wie Techno oder der Verbreitung von E-Mail manchmal vergessen, damals stand ein Großteil der etablierten KünstlerInnen-Szene und der kulturellen Medienelite noch stark unter den Imperativen von Post-68, jenen der Selbstverwirklichung zum Beispiel oder der Kapitalismuskritik, die wiederum weniger auf Marx als auf ein gut ausgestattetes Nein-Sagen rekurrierte vielleicht. Ich sage das, weil ein Buch wie Postheroisches Management, ich halte es mal kurz in die verschiedenen Kameras, heute Abend von unserem Gast 1994 bei Merve publiziert, damals in der Theaterszene, wo ich mich rumtrieb, einschlug wie etwas wirklich Fremdes, aber auch Faszinierendes. Was? Management, Organisation, Kontrolle, Kommunikation, das waren noch die Begriffe der Leute in Bürokomplexen und Anzügen. Nicht alle im Kultursektor wussten sofort, dass hier die Systemtheorie sprach, aber ein paar schon, darunter auch einige Dramaturgen, die damals das kommende Theater entscheidend prägen sollten, in der Volksbühne etwa oder auch hier am Hebbel am Ufer. Die Systemtheorie, diese nicht nur im deutschsprachigen Raum, vor allem mit Niklas Luhmann assoziierte, man könnte sagen Supertheorie im Sinne von übergeordnet, total dabei aber so ergebnisoffen und oft so kühl wie die neuen Medienerscheinungen selbst.
Die Systemtheorie ließ sich nicht vereinnahmen für ideologische Frontstellungen. Sie beobachtete diese allenfalls, und zwar aus Prinzip komplex. Unser Gast hat bei Luhmann, dem großen Soziologen, aber auch Rechtswissenschaftler in Bielefeld, promoviert und habilitiert und schreibt jetzt, 25 Jahre nach dem postheroischen Management, in seinem jüngsten Buch 4.0 oder die Lücke, die der Rechner hinterlässt, Kamera, äußerst klar, ich zitiere, die Theorie darf nicht schlüssiger auftreten als die Gesellschaft, der sie gilt. Zitat Ende. Seine Studien führten ihn unter anderem nach Stanford, an die Johns Hopkins University oder an die London School of Economics. 1996 ging er an die Universität Witten-Herdecke im Ruhrgebiet und erhielt den Lehrstuhl für Unternehmensführung, Wirtschaftsethik und sozialen Wandel. Gut 10 Jahre später lehrte er an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen Kulturtheorie. Und seit 2015 ist er wieder in Witten-Herdecke, jetzt als Dekan der Fakultät für Kulturreflexion und Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und Management. Unter anderem ist er Mitherausgeber der Zeitschrift Soziale Systeme, Zeitschrift für soziologische Theorie. Die Publikationsliste ist sehr lang, sei es bei Suhrkamp oder auch bei Merve oder anderen Wissenschaftsverlagen. Wichtig für uns heute Abend aber, finde ich, ist, dass unser Gast jenseits und auch zwischen den Disziplinen denkt und schreibt, dass er das auch in Massenmedien tut und dabei nie das Gefühl vermittelt, er spreche zu Minderbemittelten. Er bleibt fordernd. Allerdings ist das Nichtverstehen auch ein Teil dessen, was er Intelligenz nennt. Und davon werden wir heute einiges hören, vermute ich, wenn es darum gehen wird, wie wir künstliche Intelligenz von menschlicher Intelligenz mit all ihren Dimensionen unterscheiden und beschreiben lernen müssen. Vielleicht noch ganz kurz dies zur Einstimmung. Zu welchen Stimmungsschulen fühlen Sie sich stärker hingezogen, wenn es um die sogenannte digitale Transformation geht? Zu den Apokalyptikern, die unsere bisherige Kultur untergehen sehen, oder zu den Euphorikerinnen, die ein Paradies der Partizipation am Horizont vermuten, oder eher zu den Wohltemperierten, die sagen, alles wird nebeneinander Platz haben, wie das Vinyl neben der Streaming-Plattform. Oder pendeln sie vielleicht wie viele mehrmals täglich dazwischen hin und her? Unser Gast ist ein Geist, der in solchen Polen nicht so sehr dialektische Position sieht, die er einer Auflösung, also einer Identität zuführen möchte. Er ist ein, so finde ich, ein Meister der Konjunktion. Vielleicht ist und das Wort, das ganz gut in sein Denken einführt. Jetzt kommt er aber endlich selbst zu Wort. Herzlich willkommen, Dirk Becker. Vielen Dank für die sehr freundlichen Worte. Vielen Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre, in diesem Haus sprechen zu dürfen, in dem wir wirklich schon vieles erlebt haben. Wir Soziologen, wir Theaterleute, wir Denker über die Gegenwart. Es ist hat einen gewissen beruhigenden Effekt, in Europa über Digitalisierung reden zu können, weil man da zum Beispiel hinter einem solchen Pult noch Stellung beziehen darf und Texte vor sich haben darf und nicht wie auf einem TED-Talk über die Bühne tanzen muss. Meine Damen und Herren, ich habe heute Abend etwas vor, was weder dem Moderator noch den Einladenden gelungen ist, mir auszureden, nämlich Sie anhand von einigen Phänomenen, die hoffentlich trotzdem sichtbar und griffig werden, in die Frage einzuführen, mit welchen Theorieressourcen, mit welchen Denkbildern, mit welchen Modellen, Vorstellungen man gegenwärtig als Soziologe überhaupt über Digitalisierungsfragen und über das, was sich nächste Gesellschaft, die Gesellschaft nach der modernen Gesellschaft nennen lässt, reden kann. Ich kann den Blick auf diese Ressourcen nicht ganz vermeiden, weil wir nun immerhin gute 10, 15 Jahre eine intensive Diskussion über Digitalisierungsphänomene aller Art schon hinter uns haben. Alle Arten, die Herr Müller gerade noch mal sehr schön angesprochen hat, von apokalyptischen und von kulturkritischen und von missionarischen und von visionären Diskursen bereits an uns vorbeiziehen lassen. Und deswegen werde ich nicht den Versuch machen, das noch mal zu wiederholen und allzu Vertrautes ein 5., 10., 500. Mal zu sagen. Ich habe 4, 5 Punkte, zunächst zur Fragestellung, dann tatsächlich zu den Theorieressourcen. Dann zur Frage, wie man denn Digitalisierung und nächste Gesellschaft zu fassen versuchen kann, vor dem Hintergrund dieser theoretischen Überlegungen. Vielleicht ein paar Beispiele und dann zum Schluss, wenn ich soweit komme, eine Irritation, die natürlich meine Irritation ist. In den 90er Jahren waren wir als Systemtheoretiker immer sehr erpicht darauf, die
Studenten, mit denen wir es zu tun hatten, vor allem aber auch die Klienten, mit denen wir es zu tun hatten, in der systemischen Organisationsberater zum Beispiel, zu irritieren. Diese Geste pflegen wir mittlerweile nicht mehr, sondern es kommt viel mehr und viel stärker darauf an, sich in eine gemeinsame Arbeitshaltung zu begeben und einigermaßen, trotz der zum Teil sehr lustigen Phänomene, die uns umgeben, einigermaßen ernsthaft über die Dinge zu reden. Also erstens zur Fragestellung. Nächste Gesellschaft ist ein Schlagwort von Peter Drucker in die Welt gesetzt, das schlicht und ergreifend darauf hinweisen soll, dass wir uns gegenwärtig in einer vierten Medienepoche befinden. Das ist alles bekannt. Ich sage das nur als Einleitung. Eine vierte Medienepoche, die von Kulturwissenschaftlern, von Marshall McLuhan bis zu Michel Serres und einigen anderen dazwischen sozusagen standardmäßig bemüht wird, um die gegenwärtigen Phänomene zu schildern, um eine Heuristik anzubieten, die in der Lage ist, die Nervosität, die wir haben, die Unruhe, die wir empfinden, die Orientierungslosigkeit, die wir um uns herum und auch in uns selbst erleben, in den Blick zu bekommen. Die erste Medienepoche war die Einführung der Sprache, der mündlichen Sprache vor circa 100.000 Jahren, man weiß es immer noch nicht genau. Die zweite Medienepoche war die Einführung der Schrift, vor allem der alphabetischen Schrift, vor 5.000 bis 8.000 Jahren. Die dritte Medienepoche, die Einführung des Buchdrucks. Damit begann die moderne Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die von der Möglichkeit, dass alle im Zuge der zunehmenden Literarisierung, dass alle lesen konnten und alle schreiben konnten, enorm dynamisiert worden ist, weil das, was wir heute noch vielleicht immer noch etwas unterschätzend bezüglich der Reichweite dieses Phänomens Kritik nennen, weil das, was eine Dauermöglichkeit einer sowohl intellektuellen wie praktischen, wie unternehmerischen, wie politischen Kritik war, durch diesen Buchdruck, durch die Möglichkeit zu lesen und mit dem Angelesenen und nur selten wirklich Überprüften dann in den öffentlichen Raum zu gehen, geprägt war. Vor 500 Jahren, das habe ich schon gesagt, und wichtig ist diese Vorstellung, dass wir jetzt mit der Einführung der elektronischen Medien vom Radio über das Kino und das Fernsehen bis zum Computer, dem Internet und der künstlichen Intelligenz es eben in Anführungsstrichen nur mit einer vierten Medienepoche zu tun haben. Und wir von daher, so die Vermutung von Kultur- und Medienwissenschaftlern, von den bisherigen dreien und von der Art und Weise, wie wir die überlebt haben, denn es gäbe uns nicht, wenn wir sie nicht überlebt hätten, profitieren können. Also ganz streng eine Heuristik, ganz streng der Versuch zu sagen, wir wissen in der Tat nicht, wie uns gegenwärtig passiert, obwohl wir es selbst sind, die uns mithilfe der elektronischen Medien digitalisieren. Ja, die Gesellschaft wird digitalisiert, sie digitalisiert aber auch sich selbst nämlich. Wir sind es also, die Täter und gleichzeitig die Opfer dieser Entwicklung sind. Und wir können daher, das will ich Ihnen aber heute Abend ersparen, das kann man mittlerweile vielfach nachlesen, wir können davon lernen, wie man mit der Schrift, der Sprache und vor allem dem Buchdruck umgegangen ist. Immer anhand eines Theorems, das von Niklas Luhmann stammt: mit jedem neuen sogenannten Verbreitungsmedium der Kommunikation treten neue Möglichkeiten des Handelns, des Erlebens, der Kommunikation, der sinnhaften Verarbeitung von Gesellschaft, von Individualität, von allem, was das menschliche Leben prägt, auf die vorherige Medienepoche nicht vorbereitet ist. Das Theorem des sogenannten Überschusssinns ist ein Theorem, das die grundsätzliche Komplexitätssteigerung, wenn man so will, jeder neuen Medienepoche zu beschreiben versucht, um dann die entscheidende Frage zu stellen, wie ist es gelungen, eine Struktur der Verteilung von Kommunikation, sozusagen die Möglichkeit auszuhalten, dass andere in derselben Gesellschaft mit den neuen Medien erfolgreich handeln und erleben, fertig zu werden. Und wie ist es möglich geworden, passend zur jeweiligen Medienepoche eine Kultur, eine kulturelle Vorstellung des Sinns, sozusagen der verdichteten Sinnhaftigkeit einer solchen Gesellschaft zu entwickeln. Und was ich gemacht habe und einige andere gemacht haben, ist sozusagen diese, wie man das dann nennt, Strukturformen und Kulturformen der jeweiligen vier Medienepochen durchzurechnen, zu beschreiben, historisch aufzuarbeiten. Nicht immer zum Vergnügen von Historikern, muss man bei der Gelegenheit dazu sagen, die natürlich also mit dem Versuch, die Menschheitsepoche in vier Medienepochen einzuteilen, die Menschheitsgeschichte in vier Medienepoche einzuteilen, nicht sehr glücklich geworden sind. Im Rahmen einer Heuristik ist es aber ein legitimes Unterfangen und im Rahmen einer Soziologie, die
auf die Frage, wie strukturiert sich Kommunikation selbst zu schauen, versucht erst recht. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es mit einer vierten Medienepoche zu tun. Das hat zwei Konsequenzen, für die, die jetzt für mich für heute Abend wichtig sind. Konsequenzen für die Soziologie und Konsequenzen für die aktuelle KI-Diskussion. Und vor allem diese Konsequenzen für die aktuelle KI-Diskussion sind diejenigen, die mich dazu bringen zu sagen, okay, also es ist soweit, dass die Soziologie nicht nur den Phänomenen hinterherlaufen sollte und müsste, sondern es ist soweit, dass die Soziologie beispielsweise mit ihrer Forschung zur sozialen Intelligenz, die nicht immer unter diesem Stichwort zu finden ist, mit ihrer Forschung zur sozialen Intelligenz an einer Intelligenzdebatte teilnehmen kann. Also, was sind die Konsequenzen für die Soziologie? Will ich nur andeuten, können wir in der Diskussion, wenn wir wollen, vertiefen. Das im Grunde sind es dramatische Konsequenzen, über die man auch einen ganzen Vortrag halten könnte. Die Hauptkonsequenz ist eine doppelte, jetzt wieder bezogen auf in welcher Struktur, mit welcher Struktur der Gesellschaft bekommen wir es zu tun und mit welcher Kultur der Gesellschaft bekommen wir es zu tun. In der Soziologie sind wir es von Max Weber bis Niklas Luhmann gewohnt, die moderne Gesellschaft für funktional differenziert zu halten. Eine Rationalität der Wirtschaft steht neben einer Rationalität der Politik, eine Rationalität der Liebe neben einer Rationalität der Erziehung, der Kunst und so weiter. Und die Hoffnung zu propagieren, dass sich diese Rationalitäten im Plural möglicherweise doch und gegen alle Evidenz zu so etwas wie einer vernünftig gestaltbaren Gesellschaft aggregieren, summieren, kombinieren. Ich glaube, das beste Wort ist integrieren lassen, wenn man an das mathematische Konzept der Integration, also im Sinne von Leibniz'schen Integralen, denkt. Eine funktionale Differenzierung, die letztlich auf so etwas wie ein arbeitsteiliges Konzept des Zusammenspiels von jeweils hochgradig dynamisierten, das hatte ich schon angedeutet, hochgradig dynamisierten Systemen abstellt. Die Vermutung, die in den Kultur- und Medienwissenschaften und in einigen sozialwissenschaftlichen Winkeln gegenwärtig gepflegt wird, ist, dass über funktionale Differenzierung, also so eine Idee wie Arbeitsteilung, und über eine Aggregat- oder Integrationsvorstellung wie die der Vernunft unsere Gesellschaft strukturell nicht mehr zu verstehen ist. Wir haben es massiv und haben es natürlich in den letzten 150 Jahren massiv bereits immer schon mit sehr unvernünftigen, sehr irrationalen Phänomenen immer wieder zu tun gehabt, was uns aber nicht daran hinderte, an die im Prinzip vernünftige Gestaltbarkeit von Gesellschaft zu glauben. Wir sind sozusagen, nur ein Beispiel zu nennen, in das Dritte Reich in Deutschland mit der Beobachtung hineingeschlittert oder haben es selbst propagiert, dass die Vernunft hier keine Chancen mehr hat, sind aber daraus wieder herausgekommen mit der erneuten Hoffnung darauf, vernünftig mit uns selbst umgehen zu können. Die Beobachtung der gegenwärtigen Gesellschaft läuft, ich will es nur ein bisschen dramatisch zuspitzen, läuft darauf hinaus, dass die Vernunft kein Integrationskonzept der aktuellen Tendenzen mehr ist, sondern dass wir es mit einer neuen Form von Strukturen der Gesellschaft zu tun haben, die wesentlich erratischer, wesentlich idiosynkratischer, wesentlich exklusiver auch im Umgang mit den Menschen, die an ihr teilnehmen, umgehen. Und das läuft unter anderem auf das Stichwort von Manuel Castells hinaus, nämlich auf die Vermutung, dass die funktionale Differenzierung abgelöst wird von einer Netzwerkgesellschaft. Da gibt es ellenlange Debatten dazu, was unter Netzwerkgesellschaft zu verstehen ist und wichtige Anregungen bei Castells selbst. Für einen Soziologen, der so vor dem Hintergrund der modernen Gesellschaft sich die Netzwerke anschaut, ist vor allem interessant, dass ein Netzwerk darin besteht, höchst selektiv und damit auch exklusiv mit Menschen umzugehen, die an ihm teilnehmen. Ein Netzwerk bestimmt sich immer dadurch, dass einige ihm angehören, einige Organisationen, einige Menschen, einige Geschichten, einige Orte an ihm angehören und andere nicht. Und das könnte ein dramatischer Unterschied gegenüber der modernen Gesellschaft sein, weil diese genannten funktional differenzierten Systeme seit der Französischen Revolution, also seit
der Erwartung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf Inklusion abgestellt haben, zumindest programmatisch abgestellt haben. Jeder soll sich an Wirtschaft beteiligen können, jeder soll sich an Politik beteiligen können, heißt dann Demokratie, jeder soll an Erziehung sich beteiligen dürfen, heißt dann allgemeine Schulpflicht, jeder, besonders anspruchsvoll, kann und soll sich an Kunst beteiligen können, also nicht restlos überfordert vor einem Bild stehen müssen oder an einer Theateraufführung teilnehmen können oder vielleicht sogar selbst malen oder schauspielern. Ja, dieses Inklusionskonzept der Moderne, mit dem wir alle aufgewachsen sind, so wie wir hier sitzen und stehen, wird abgelöst durch die Beobachtung einer Netzwerkgesellschaft, die mit dieser Inklusion normativ immer noch befasst ist, aber strukturell damit kaum noch etwas zu tun hat. Die kulturelle Vorstellung, dass alles sich so zur Vernunft integriert, und das ist jetzt der Punkt, der mich weiter hauptsächlich beschäftigen wird, wird abgelöst durch die Vorstellung, dass es so etwas gibt wie eine Kultur nicht mehr der Vernunft, sondern der Komplexität. Das ist jetzt natürlich ein Stichwort, das haben alle schon mal gehört. Jeder weiß, glaubt zu wissen, was damit gemeint ist. Jeder, der einigermaßen informiert ist über dieses Stichwort, bittet darum, dass man ihm die Definition erspart. Da gibt es nämlich 12 oder auch mehr, von der algorithmischen Komplexität über die kybernetische Komplexität bis zur mathematischen Komplexität. Ich werde das gleich genauer erläutern, was ich darunter verstehe, weil ich das eigentlich auch mit Bezug auf die Frage nach den Intelligenzen, die uns umgeben, für im Moment eine zentrale Frage halte. Die Konsequenzen für die aktuelle KI-Diskussion resultieren genau daraus. Wir haben die letzten 40, 50 Jahre zum Teil ohne große Beachtung seitens der Öffentlichkeit damit verbringen dürfen, wir meine ich jetzt industrielle Bestrebungen weltweit, die industriellen Vorgänge, die Produktionsorganisationen zu automatisieren. Also alles, was man irgendwie technisch beschreiben kann und übernehmen kann von menschlichen oder mechanischen Abläufen in den elektronischen Medien so zu automatisieren, dass die Maschinen das von selbst Automaton machen können. Das ist gegenwärtig nicht mehr das große Thema. Ja, auch dieses viel gepriesene Stichwort, viel gepriesene und viel skeptisch beurteilte Stichwort der Industrie 4.0 lebt im Wesentlichen davon, dass sie sagen, es geht um den Gewinn von Autonomie und nicht mehr nur um den Vollzug von Automatisierung. Gewinn von Autonomie ist ein dramatischer Schritt in den Versuch, Maschinen, zunehmend nicht triviale Maschinen, dazu zu befähigen, mindestens, mindestens so viel Autonomie an den Tag zu legen, wie das Menschen, Betriebe, Märkte von sich aus bereits in den letzten 300, 400 Jahren gelernt haben. Was heißt das? Was kann das heißen, wenn wir uns mit Maschinen umgeben sehen, die Autonomie, das heißt eine eigene Entscheidungsfähigkeit im Umgang mit Herausforderungen ihrer jeweiligen Umwelt, Menschen zum Beispiel, erworben haben? Was steht uns da bevor? Ist das die Wette der künstlichen Intelligenz? Ich komme gleich darauf zurück. Spannend ist es vor allem deswegen, weil dieser Punkt des Autonomiegewinns darauf hinweist, wie unvollständig der Titel dieses Vortrags ist, den ich gerade halte, Digitalisierung und die nächste Gesellschaft, weil wir es nämlich mit Digitalisierung und Analogisierung und der nächsten Gesellschaft zu tun haben, dass die große Herausforderung der künstlichen Intelligenz, die große Herausforderung ihres Einbaus in sowohl alltägliche Prozesse, die uns bei unseren alltäglichen Veranstaltungen helfen, wie auch in professionelle Prozesse wissenschaftlicher Forschung, betrieblicher Produktion, religiöser Predigt, künstlerischer Verbreitung von ästhetischen Inhalten, damit konfrontieren, dass dort überall digitale und analoge Rechner kombiniert werden müssen. Digitale Rechner sind Rechner, die programmiert werden können, die dann auch mehr oder minder so laufen, wie man sich das auf der Programmebene vorgestellt hat. So sehr wir mittlerweile wissen, dass wir kaum noch eine Chance haben, sowohl auch unter Informatikern Software- und Hardware-Abläufe tatsächlich durchschauen. Analoge Rechner sind Rechner, die nicht in diesem Medium der Wenn-Dann-Schlussfolgerung, nicht in diesem Medium der Berechenbarkeit von Abläufen, damit auch Vorhersehbarkeit von Abläufen aufgestellt sind, sondern die, wie Paul Watzlawick das mal so schön bezogen auf menschliche Kommunikation formuliert hat, die im Medium der Widersprüchlichkeit, im Medium sozusagen der Widerständigkeit der Umwelt, mit der sie jeweils sich auseinandersetzen müssen, ihre eigenen Prozesse gestalten,
die mit kontinuierlichen Funktionen, so heißt es dann, ihre Grenzen zur Umwelt im Blick haben und gestalten und von daher eben nicht auf Binarität, sondern auf Widersprüchlichkeit abstellen. Die wichtigste Konsequenz daraus, wenn ich das jetzt wieder mit der Soziologie kombiniere, heißt in meinen Augen, dass wir aufgefordert sind, dass ich glaube, dass wir aufgefordert sind, ein Konzept der Negativität, ein Konzept der Negationstauglichkeit von Menschen, Maschinen, sozialen Systemen, kulturellen Einrichtungen, technischen Abläufen, ein Konzept der Negativität zu entwickeln, dass diese beiden Dimensionen, Binarität, also antinome oder oppositionelle Strukturen, die in direkt aufeinander bezogenen Widersprüchen halt arbeiten, mit generalisierten Widersprüchen, mit Widersprüchen, die nicht genau sagen, worum es eigentlich geht, wogegen man sich eigentlich wendet, was eigentlich die nächste Herausforderung ist, zu kombinieren. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt kein Wasser trinken, was übrigens nicht der Wahrheit entspricht, wenn ich sage, ich möchte kein Wasser trinken, dann lasse ich damit die Frage, was ich denn trinken möchte, offen. Ja, das ist eine generalisierende oder generelle Negation, die einen Spielraum von Möglichkeiten öffnet. Wenn ich dagegen sage, jetzt fällt mir kaum ein Beispiel für die wirklich antinome Negation ein, wenn ich sage, das fällt mir wirklich ganz an, das ist ja gut. wenn ich Ja und Nein, wenn ich Null und Eins einander direkt gegenüberstelle, wenn ich Mann und Frau in einem Binaritätsschema einander gegenüberstelle, dann habe ich tatsächlich einen direkten Negationsbezug des einen auf des anderen. Ich öffne damit einen Raum des Widerspruchs, ich öffne damit einen Raum der Spannung, ich öffne damit vielleicht einen Raum einer möglichen Geschichte. Ja, wie kann man das Ja mit dem Nein kombinieren? Wie kann man den Mann mit der Frau kombinieren? Wie kann man das oben mit dem unten kombinieren in der Hierarchie? Wie kann man rechts mit links kombinieren, etc. pp. Aber ich verharre in der einen Unterscheidung, die ich damit aufgestellt habe. Wenn ich sage, ich möchte kein Wasser trinken, ist offen, was ich stattdessen trinken möchte. In diesem Sinne arbeiten ein paar Mathematiker, vor allem mein Haus- und Lieblingsmathematiker George Spencer Brown, mit einem generellen Konzept, jetzt trinke ich aber doch mal, generellen Konzept der Negation. Wir werden gleich sehen, wie wir das brauchen. So, zweiter Punkt. Was heißt das? Theorieressourcen, einige ganz wenige. Ich möchte gerne sowohl die Digitalisierung als auch die Analogisierung, darauf werde ich jetzt aber im Folgenden nicht so stark abstellen, wie auch die nächste Gesellschaft als mediale und komplexe Formen beschreiben. Mediale und komplexe Formen beschreiben. Mediale Form für die älteren Semester unter uns ist ein Begriff, den Jacques Derrida in einem großen Vortrag im Jahr 1961 geprägt hat, La Différence. Ja, mittendrin steht dieser Begriff der medialen Form und soll auch so etwas abstellen wie ein Phänomen, das unzuverlässig ist in der Art und Weise, wie man mit ihm umgehen kann, auf der einen Seite, anschlussfähig an oder iterabel, wie Derrida gesagt hat, an viele andere Formen, irgendeine Form von Eigendynamik hat, wie ein Virus, aber andererseits ohne eine hinreichend komplexe Umwelt, also ohne auch Einschränkung dieser Eigendynamik nicht überleben kann. Eine mediale Form ist also eine Form, die auf der medialen Seite in einer, ja, wie soll man das am besten beschreiben, in einer Menge von losen Möglichkeiten eine nicht zuverlässige Form bildet, beispielsweise ein Satz im Medium von Worten. Ja, wenn ich das Medium der Worte verwende, dann operiere ich in einem Medium, in dem ich diese Worte mit jenen Worten kombinieren kann oder auch bestimmte Worte weglassen kann oder mehr oder weniger Worte verwenden kann und auch dauernd dazu einlade, ganz andere Worte zu verwenden. Ja, Sie hören mir dabei zu, wie ich einen Satz ausspreche und denken, hätte man noch ein bisschen anders formulieren können, hätte man ein bisschen präziser formulieren können, hätten ein paar soziologische Vokabeln auch wegbleiben können. Ja, also Sie hören sozusagen die Form, den Satz, und denken dabei, wie Sie jetzt wissen, wo ich Ihnen diese Definition erzähle, denken dabei das Medium mit. Ja, man kann fast sagen, dass Sie an mir vorbei, an den Sätzen, die ich formuliere, vorbei auf den Möglichkeitenraum schauen, in dem man über so etwas wie Digitalisierung reden kann oder bezogen auf mich besser nicht reden sollte. Ja, das ist ein Medium. Ja, anderes Beispiel,
Sie lernen jemanden kennen und sie verlieben sich und lassen sich von einem Soziologen, wenn sie Pech haben, erzählen, dass sie gerade im Begriff sind, sich im Medium der Liebe zu bewegen. Ja, eine Liebeserklärung wäre eine Form in diesem Medium der Liebe. Das Medium selbst, wie sie dann aber merken, wenn sie mit ihrer Liebeserklärung scheitern, oder hoffentlich nicht scheitern, ist ein Raum von Möglichkeiten, der so oder so genutzt werden kann. Mit einer sehr passionierten Liebeserklärung, mit einer sehr zaghaften Liebeserklärung, mit einer ironisierten Liebeserklärung. Ja, also vieles von dem, was sie dann an Möglichkeiten aussuchen, prägt die Geschichte, die sie dann entweder erleben oder auch nicht erleben, ja, anschließend. Aber sie müssen auswählen. Und meine Einladung ist also die: Lassen Sie uns die Digitalisierung als eine in diesem Sinne mediale Form, als einen Möglichkeitenraum beschreiben, in dem eine Fülle von Hardware und Software und Vernetzungsmöglichkeiten denkbar ist, von denen sicherlich nur ein Bruchteil bisher realisiert worden ist. Und das soll Sie jetzt nicht erschrecken, sondern soll eher dazu einladen, sich die Fülle an Möglichkeiten, die noch nicht realisiert worden ist, anzugucken, daraufhin, unter welchen Umständen sie interessant sein können. Mediale Form gleich komplexe Form. Jetzt kommt es zu dieser Definition von Komplexität. Die einfachste ist im Sinne der europäischen Klassik, Komplexität als Einheit einer Vielfalt zu verstehen und gleichzeitig als Vielfalt einer Einheit. Das schönste Beispiel dafür ist eigentlich die komplexe Zahl in der Mathematik. Also Wurzel aus minus 1 ergibt plus 1 und minus 1. Ja, beide Lösungen sind möglich. Unmöglich ist die Reduktion der beiden Lösungen auf eine Lösung, sodass die plus 1 die minus 1 und die minus 1 die plus 1 erfordert und man damit eine unreduzierbare Zwei-Seiten-Komplexität oder Zwei-Seiten-Form vor sich hat. Komplex ist die eben schon genannte Unterscheidung zwischen Mann und Frau, weil sie trotz aller Gender-Debatten Männer nicht auf Frauen und Frauen nicht auf Männer reduzieren können. Wie gesagt, trotz aller Gender-Debatten, die genau das mit großem Erfolg in der Variabilisierung von Verhaltensspielräumen versuchen, aber eben nur deswegen in der Variabilisierung von Verhaltensspielräumen versuchen können, weil gleichzeitig irgendetwas, und ich will jetzt gar nicht auf Biologie oder Sonstiges abstellen, sondern eher auf kulturelle Trägheitseffekte, weil irgendetwas Männer und Frauen nach wie vor unterscheidbar hält. Also Komplexität als Einheit einer Vielfalt, die auf beiden Seiten irgendetwas zu formulieren vermag, was aufeinander nicht reduziert werden kann. Wenn ich jetzt sage, und das ist der springende Punkt, ich möchte gerne Digitalisierung und nächste Gesellschaft als mediale und komplexe Form beschreiben, dann ist dieser Raum an Möglichkeiten, an zum Teil genutzten, zum Teil ungenutzten Möglichkeiten, der mediale Raum gemeint auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eine Komplexität, die jetzt inhaltlich definiert wird, als das Zusammentreffen von, ja, also das, was ich kontrollieren kann, im Moment 4 bis 5 sogenannten Systemreferenzen. So eine Situation wie die hier, ich halte einen Vortrag, Sie hören zu, gleich werden wir in die Diskussion einsteigen, ist eine komplexe Form insofern, als wir dazu eine Sprache brauchen, die wir miteinander sprechen können, eine Simultanübersetzung, die das ins Englische übersetzt und für die ich wahrscheinlich jetzt schon zu schnell geworden bin. Sorry dafür. So spricht der Soziologe, mitlaufende Bewusstseinssysteme, die alle von Ihnen mitgebracht haben. Das ist zumindest das, was wir uns gegenseitig unterstellen. Sie hoffen auch, dass ich eins mitgebracht habe, was nicht bei allen Vorträgen der Fall ist, weil es gibt ja Vorträge, die kann man mehr oder minder automatisiert, wenn auch nicht autonom, halten. Ja, also wir haben eine Sprache auf der einen Seite und das Mitdenken in den Bewusstseinssystemen, die neuronal und mental geschlossen sind, auf der anderen Seite. Es ist völlig unmöglich, einen Satz zu sagen, einen Satz zu verstehen, ohne dass diese beiden Seiten, diese beiden Systemreferenzen, Kommunikation auf der einen Seite und Bewusstsein auf der anderen Seite mitspielen. Ja, das ist schon mal die Ursituation des Menschen, eine Urkomplexität, die Nichtreduzierbarkeit des Redens auf Denkens und des Denkens auf Redens bedeutet. Das rettet uns vor sehr vielem, weil wir natürlich das eine sagen und das andere denken können und umgekehrt. Manchmal kommt auch beides zusammen, das hat man sehr viel mit der Kantschen Hoffnung auf Vernunft zu tun, aber im Moment haben wir es eher mit dem Ausbau und der Ausbeutung dieser Differenz zu tun. Springender Punkt allerdings, wenn wir jetzt über
die nächste Gesellschaft und die Digitalisierung als in diesem Sinne mediale und komplexe Form reden, ist, dass weitere Systemreferenzen dazukommen, nämlich die der Technik. Und die der Technik und möglicherweise die des Organismus. Nein, ich sage mal nicht möglicherweise. Und die des Organismus. Ja, wir haben also in dem Moment, in dem jemand von uns ein Handy aus der Tasche zückt, mache ich jetzt nicht, darauf schaut, haben wir es mit mindestens 4 Systemreferenzen zu tun, nämlich mit der technischen Systemreferenz. Wie funktioniert das Smartphone? Mit der organischen Systemreferenz, wie gehen meine Finger, und da sind meine Finger ganz anders in der Lage als die von Jugendlichen. Ich halte immer noch das Handy in der rechten Hand fest und tippe mit dem linken, mit der linken Hand mit einem Finger, wenn ich irgendwas zu schreiben versuche. Ja? Also jeder, der auch nur 10 Jahre jünger ist als ich, hat natürlich das Handy in einer Hand und tippt mit dem, ja, stimmt das? Tippt mit dieser Hand gleichzeitig darauf, wie ich das früher auf der Geige gemacht habe. Ich mache das vorsintflutlich, ist meine körperliche Angepasstheit an dieses Smartphone. Gleichzeitig, wo ich versuche einigermaßen mitzuhalten, sind meine neuronalen Strukturen immerhin so entwickelt, dass ich mit der Schnelligkeit, in der Bilder aufgebaut werden, Bilder wieder abgebaut werden, auf dem Display einigermaßen mitzuhalten vermag. Ja, der Körper muss mitspielen, mein Bewusstsein muss mitspielen. Ich muss in gewisser Weise nicht restlos, aber einigermaßen verstehen, was ich da tue, wonach ich suche, wovon ich mich beeindrucken lasse, was ich negiere, etc. Die Gesellschaft als die Summe, die immer begrenzte Summe des Angebots an Kommunikationsmöglichkeiten ist beteiligt. Und dann habe ich eben schon 4 Systeme und ich kann dann, wenn ich so will, noch eine kulturelle Gewohnheit, die unsere eigenen Trägheitseffekte beschreibt, hinzunehmen. Ja, ich habe also 4 bis 5 Systemreferenzen, die aufeinander nicht reduziert werden können, aber in jedem konkreten Akt der Nutzung eines solchen Gerätes, und denken Sie jetzt bitte nicht nur an das Smartphone, denken Sie auch an die Bloomberg-Terminals eines Börsenmaklers, ja, denken Sie an die Kampfbrille eines Soldaten im Feld, denken Sie an die Art und Weise, wie die Kernphysik sich über das Internet und über hochgradig komplizierte Programme untereinander weltweit vernetzt, um nach schwarzen Löchern zu suchen, Daten auszuwerten. Denken Sie an Krankenhäusern, ja, in denen Bildschirme mittlerweile an Patientenbetten, also seit einigen Jahren, an Patientenbetten stehen und sowohl der Patient als auch die Ärztin auf diese Bildschirme schauen und irgendetwas an Diagnose und Therapie abzuleiten versuchen müssen, obwohl bislang die Autorität des Arztes, der Ärztin, die dominante Variable war. Also denken Sie an diese vielen auch professionellen Formen, in denen Bildschirme, in denen Programme, in denen Software und Hardware eingesetzt wird. Und es lohnt sich meines Erachtens, und nur dafür will ich plädieren, es lohnt sich, mit diesen 4 bis 5 Systemreferenzen zu arbeiten, um sich anzuschauen, warum funktioniert das hier wie. Und es lohnt sich zweitens deswegen, weil die Beobachtung zumindest in der Soziologie die ist, dass wir auf der körperlichen, organischen Ebene wesentlich geschickter und raffinierter und lernfähiger sind als auf der mentalen. Das heißt, wir beherrschen alle vor unseren Suchbildschirmen, die wir so benutzen und vor den Mailboxes, die wir checken und so weiter. Wir beherrschen körperlich eine Technik, von der wir mental zum Teil noch nicht wissen, was sie eigentlich mit uns anstellt. Ja, wir sind eingebettet in Medien, von denen uns klar ist, dass die Konsequenzen ihrer Verwendung, die Notwendigkeit ihrer Verwendung, möglicherweise auch die Verführung ihrer Verwendung uns lang noch nicht verständlich ist. Die wir aber gleichzeitig, wenn wir einen Blick auf die Schnelligkeit und Behendigkeit der Finger und des restlichen Körpers werfen, die damit umgehen, die wir restlos beherrschen. Praktisch beherrschen wir alle, was wir mental, was wir bewusst immer noch mit Zögern beobachten. Und dann kann man sagen, das ist dann vor allem auch im internationalen Zusammenhang, sozusagen im interkulturellen Zusammenhang der Beobachtung der Schnelligkeit der Einführung von elektronischen Medien spannend. Spannenderweise kann man sagen, dass die Verschaltung von körperlichen Fähigkeiten oder praktischen Fähigkeiten auf der körperlichen Ebene mit gesellschaftlichen Attraktivitäten funktionsschneller, funktionsfähiger, vielleicht sogar in gewisser Weise gewalttätiger ist, als der Versuch abzuholen, was die jeweils beteiligten Bewusstseinssysteme sich darunter vorstellen. Das Bewusstsein, das könnte man auch als Vorteil beschreiben, ist zögerlich unterwegs,
und versucht zu verstehen, was vorher schon passiert ist. Ja? Kein erst denken und dann handeln, sondern ein erst handeln und dann versuchsweise denken. Und bei vielen kann das Denken dann auch ausfallen. Der springende Punkt ist jetzt bei dieser Beschreibung, dass wir, wie ich dann gerne sage, nicht nur bis 1 zählen dürfen. Informatiker zählen in der Regel bis 1, nämlich technische Systeme. Neurowissenschaftler zählen bis 1, nämlich bis zum Gehirn. Soziologen zählen auch gerne bis 1, nämlich bis zur Gesellschaft. Ich sage, wir müssen bis 4 oder 5 zählen und diese verschiedenen Systemreferenzen miteinander kombinieren. Und zwar nicht nur in so einem allgemeinen Gebäude an systemtheoretischer Metasprache oder supertheoretischer Sprache, sondern ganz konkret an einzelnen Phänomenen. Und das, was ich eben als Notwendigkeit des Einbaus von Negativität und Negation zu beschreiben versucht habe, lässt sich genau darauf reduzieren, dass ich dieses sowohl digitale als auch analoge Medium, in dem wir uns da bewegen, nur dann verstehe, wenn ich die Negationspotenziale von jeder einzelnen Systemreferenz gegenüber allen anderen mitlaufen lasse. Mein Bewusstsein kann Nein sagen zu dem, was ich da tue. Ja, ich kann ausschalten, ich kann das E-Mail checken lassen, ich brauche noch nicht mal zu tweeten, wenn ich es nicht unbedingt möchte. Ja, ich kann zu allem Nein sagen. Mein Körper kann Nein sagen, er kann überfordert sein, er kann zu nervös sein, er kann gestresst sein, ja, und damit sogar ein bisschen zur Krankheit, die man dann auch Sucht nennen kann, einen inneren, dann nicht akzeptierten Widerstand gegen den Umgang mit elektronischen Medien entwickeln. Die Gesellschaft sagt Nein, und das muss nicht nur dann die EU-Kommission sein, das können auch andere gesetzliche Instanzen sein, die Nein sagt zu bestimmten Vernetzungsformen und selbstverständlich sagen, obwohl sie es sehr gerne, ungern zugeben, Informatiker dauernd Nein, indem sie das eine entwickeln, das andere aber nicht entwickeln. Indem sie das preisen, anzupreisen versuchen, was sie entwickeln und von dem schweigen, was ihnen noch nicht gelungen ist zu entwickeln. Ja, also ein dauerndes Nein, in dem diese 4, 5, wenn ich Kultur dazu zähle, die auch dauernd Nein sagt, Systemreferenzen sich aufeinander beziehen und gegen die dann das Wenige, im Verhältnis dazu Wenige, was in diesem Möglichkeitenraum tatsächlich passiert, gesetzt sein muss als das, womit wir es dann positiv und sogar affirmativ zu tun haben. Ich werbe also dafür, sich von der gegenwärtigen Phänomenologie der digitalen Gesellschaft nicht an der Nase herumführen zu lassen, sondern zu schauen, mit welcher Selektivität dort welche Produkte tatsächlich auf den Markt gekommen sind und von uns verwendet worden sind. So, wenn ich das jetzt zusammenfasse und sage, was heißt das denn jetzt für Digitalisierung und die nächste Gesellschaft, dann muss ich sowohl, Punkt 3, dann muss ich sowohl die Digitalisierung auf irgendetwas herunterbrechen, was sich konkret als Analyseeinheit beobachten lässt, um herauszufinden, womit wir es zu tun haben, wie auch die nächste Gesellschaft, dieses Gesamtgebäude von Struktur und Kultur, kommunikativer Möglichkeiten herunterbrechen auf irgendetwas, was ich zu beobachten versuchen kann. Für heute Abend würde ich sagen, das ist schön, dass da in der Soziologie jetzt viele Arbeiten entstanden sind, einige Arbeiten entstanden sind, die das sehr schön herauszuarbeiten vermögen. Würde ich sagen, die Digitalisierung hat es vor allem mit der komplexen Form von Daten zu tun. Das Datum, die Daten sind sozusagen das, in dem das, was Digitalisierung heißt, eine konkrete Form annimmt. Daten, die produziert werden, Daten, die rezipiert werden, Daten, die verarbeitet werden, Daten, die verweigert werden, Daten, die die einen produzieren und die anderen zu besitzen versuchen, Daten, die weitergegeben werden von Richtigen an Falschen und von Falschen an richtigen Stellen. Lassen Sie uns auf Daten schauen, um zu wissen, was Digitalisierung heißt. Warum sind Daten interessant? Weil Daten sozusagen die Form schlechthin sind, nämlich wiederum eine Zwei-Seiten-Form. Sie schließen etwas ein, das, wofür Sie sich interessieren, die Stellen, an denen Sie erhoben werden können, die Verwendungszusammenhänge, an denen Sie vorkommen können, die Berechenbarkeiten, die daraus gewonnen werden können, etc. pp. Und Sie schließen in demselben Maße auch sehr vieles aus. Jedes Datum sagt über etwas aus und sagt über vieles andere nichts aus. Ja, die eigentlich schlichte, aber empirisch extrem brauchbare Annahme ist, bitte lassen Sie uns auf Daten unter dem Gesichtspunkt von Einschluss und Ausschluss, und da merken Sie wieder, da gibt es eine inhärente Negativität, schauen. Lassen Sie uns auf Daten unter dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit von Daten schauen,
immer im Einklang mit dem, was Daten nicht vorhersehbar machen. Ja, einer der Vordenker am MIT in Cambridge, Alex Pentland, spricht davon, dass die intelligentesten Algorithmen, die Verhalten vorherzusehen erlauben, also so Amazon-Algorithmen oder sonstiges, eine Trefferquote in dem Verhalten, das sie vorherzusehen erlauben, von ca. 60% haben, macht 40%, die sie nicht vorhersehen können. Ist das unser Freiheitsspielraum? Ich würde sagen, ja. Aber andererseits ist der Freiheitsspielraum auch genau da, ja, wo keine Daten gewonnen werden können und auch keine Vorhersehbarkeit produziert werden kann. Welche Art von Manipulierbarkeit ermöglichen Daten und welche Art von Manipulierbarkeit ermöglichen sie nicht? Ja, wo sind Algorithmen unterwegs, die auf Börsen Investitionsentscheidungen zu treffen erlauben und wo sind sie nicht unterwegs? Wo werden sie eingesetzt, wo werden sie nicht eingesetzt? Ja, dauernd muss diese Frage, die wir an Daten richten, lauten, was ja und was nein. Die mediale Form, die mediale und komplexe Form der nächsten Gesellschaft ist schlicht und ergreifend die, das habe ich bereits angedeutet, der Frage, welche Art von Handeln, welche Art von Erleben erlaubt welche Art von Netzwerken. Was ist im Milieu, in einem Start-up-Milieu in Berlin möglich und was ist nicht möglich? An Handeln und Erleben, an der Art und Weise, wie eine Gesellschaft verstanden wird und der Art und Weise, wie man darauf auf sie mit einem Projekt, an dem man sich beteiligen und nicht beteiligen kann, mit einem Projekt, das hierhin oder dorthin laufen kann, mit einem Projekt, das so schnell oder so langsam läuft, beziehen kann. Ja, wie werden, und das ist natürlich eine Lieblingsfrage der Soziologen, wie werden Aktivitätschancen rückgekoppelt an die Frage, wer erlebt eigentlich was in einer Community, die, was weiß ich, kirchlich oder Start-up-mäßig oder universitär oder sonst wie aufgebaut ist. Ja, diese Frage danach, wie hochgradig verteilt und eben nicht sozusagen alle in derselben Blase sitzend, wie hochgradig verteilt sind eigentlich die Erlebnischancen in einer Gesellschaft? Wie kann man die, das ist natürlich auch eine Frage an die Institute hier, ja, Bundeszentrale für politische Bildung, wie kann man Erlebensstrukturen erweitern zugunsten von dem, was man vermisst? Und wen interessiert das, wenn man sich zu erweitern versucht? Also nicht nur darauf zu schauen, was außerhalb der Soziologie gerne gemacht wird, wer tut was, sondern auch darauf zu schauen, wer erlebt was und lässt sich von daher möglicherweise auf welche Einschätzungen und Einstellungen und dann auch erregungsbereite Einstellungen, angstbereite Einstellungen, faszinationsbereite Einstellungen zur Gesellschaft überzeugen. Wenn ich das zusammenziehe mit dieser Vokabel, wir leben in einer Netzwerkgesellschaft, dann sehen Sie schon, wie die hochgradige Exklusivität der hochgradig verschiedenen Netzwerke, mit denen wir es in dieser Gesellschaft zu tun haben, politische, wirtschaftliche, amoröse, theatrale, ästhetische, pädagogische und sonstige, in der alten Sprache der funktionalen Differenzierung gesprochen, wie die hochgradig unterschiedlichen Netzwerke hochgradig unterschiedliche Handelns- und Erlebensstrukturen haben und wir von daher, meine These, in einer wesentlich differenzierten Gesellschaft leben, als wir das massenmedial vielfach erzählt bekommen. Und was sozusagen diese beiden Phänomene der Daten auf der einen Seite und des Handelns- und Erlebnispotenzial in der Gesellschaft auf der anderen Seite zusammenzieht, vielleicht dann jetzt doch ein wenig der letzte Punkt, die Beispiele lasse ich aus, dann komme ich zur Irritation, ist etwas, was ich nun allerdings wirklich unter dem Gesichtspunkt Intelligenzforschung für zentral halte, nämlich die Beobachtung, dass bei allen Phänomenen, die wir beobachten können, die ich jetzt gerade angedeutet habe in aller Skizziertheit, eine Synchronisation dieser Systemreferenzen, bezogen auf Daten, bezogen auf Erleben, bereits stattfindet. Ja, was die Soziologen so sehr überrascht und dann so gerne beschreiben, ist, dass all das, was passiert, wie Niklas Luhmann gesagt hat, eigentlich unwahrscheinlich ist. Also die Frage aufwirft, warum beteiligt sich daran überhaupt jemand, die Unwahrscheinlichkeitsschwellen also überwunden zu sein scheinen und so etwas wie Frontalunterricht im Gymnasium immer noch existiert. So etwas wie Professoren, die glauben, Studierenden beizubringen, was Theorie ist, immer noch existiert. Ja, Politiker, die sich auf bestimmte Art und Weise Wahlen stellen, immer noch existiert. Investitionskulturen,
die, ich will gar nicht auf den Wirtschaftsminister anspielen, glauben, mit nationalen Champions umgehen zu können, immer noch existiert. Ja, wo man sich immer fragt, aber um Himmels Willen, ist da irgendwas nicht verstanden worden? Ja, kann man da vielleicht noch mal für werben, das neu zu denken? Nein, wir gucken umgekehrt und sagen, da ist eine Synchronisation dieser 4 bis 5 Systemreferenzen bezogen auf die Daten, die man hat und bezogen auf das eigene Erleben, zu dem man in der Lage ist, gelungen. Ja, und jetzt kann man hinschauen, das will ich Ihnen aber ersparen, jetzt kann man hinschauen auf die Frage, wie körperliche Irritierbarkeit, weil der Organismus ist seit 200 Jahren vor allem definiert worden als irritables Medium von Strukturen der Lebendigkeit, die neuronalen Fähigkeiten zur Vorhersage von Ereignissen im Sekundentakt, das Zögern von Bewusstseinsstrukturen, die Kontingenz von Gesellschaft und dann auch die Nicht-Trivialität von Technik doch zusammenkommen. Ja? Also die grundsätzlich inkommensurablen, grundsätzlich unterschiedlich arbeitenden Systemreferenzen in dem, was funktioniert, auf gelungene Weise synchronisiert worden sind, obwohl jedes System, das in diesen Systemreferenzen vorkommt, seine eigene Rhythmik, seine eigene Dynamik, seine eigenen Zeitvorstellungen, seine eigenen Zeithorizonte, seine eigenen Ängste, seine eigenen Befürchtungen, seine eigenen Möglichkeiten hat. Ja? Also man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und setzt genau da, finde ich, soziologische Forschung an. Beispiele können Sie aus der Literatur holen. Ich will das jetzt nicht überstrapazieren. Vielleicht nur ein einziges, weil mich das zunehmend fasziniert. Wenn man sich beispielsweise jetzt bezogen auf den Bereich der Kunst mit Bildern beschäftigt, mit dem Bild beschäftigt, ja, wenn man sich anschaut, dass wir in den Digitalisierungsmedien, die wir gegenwärtig vor uns haben, ohne Bilder gar nicht auskommen, wenn man sich anschaut, wie nicht zuletzt in Basel bildwissenschaftliche Fragestellungen entwickelt worden sind, die versuchen, auch mit technischen Bildern zu Rande zu kommen, ja, mit Bezug auf Böhm, mit Bezug auf Wilhelm Flusser, wie noch immer, dann muss man, wenn man diese Synchronisationsfrage ernst nehmen will, auf Bilder anders schauen, als wir das in der modernen Kunst getan haben, ja, wo Bilder, etwas heruntergebrochen, immer entweder schön oder erhaben, waren mit der Sprache von Immanuel Kant, wo man jetzt sagt, also mit Schönheit und Erhabenheit kommt man in der Kunst nicht zurande, aber erst recht nicht in den technischen Bildern. Was machen Sie denn dann, diese technischen Bilder? Versuch einer Antwort, technische Bilder strukturieren auf materielle Art und Weise die Anschlusschancen von Körpern, Bewusstseinsstrukturen und Gesellschaft an das jeweils Dargestellte, Angedeutete, Verborgene, was in einem Bild sichtbar und nicht sichtbar zugleich ist. Ja, wir fangen an, und dafür stehen Namen wie Karen Barrett und andere, wir fangen an, uns von der semiotischen Ebene zurückzubewegen auf eine materielle Ebene der Setzung von Zäsuren, ja, der Setzung von Schnitten in Bildern, die ein Bewusstsein zu faszinieren erlauben, die ein Handeln nahezulegen versuchen und die eine gesellschaftliche Konvention aufrufen, in der das so oder nicht anders möglich ist. Und bewegen uns von dieser materiellen Ebene wieder zurück auf die semiotische, auf der dann die Zeichenstruktur, die diese Organisation von Handlungsräumen ermöglicht, beschrieben wird. Und diese Materialisierung, die könnte man jetzt für viele andere Beispiele von der Protestbewegung über die Stadt bis zur Agilität beschreiben, will ich Ihnen aber ersparen. Und stattdessen mit einem gewissen Schnitt zu all dem, was ich jetzt gesagt habe, gleichzeitig aber auch nicht, diese Irritation nochmal freisetzen, von der ich am Anfang sprach. Das ist eine ganz einfache, die Ihnen allen vertraut ist, aber die ich vielleicht für die Diskussion nochmal zuspitzen kann. Die lautet folgendermaßen: Je mehr sich die künstliche Intelligenz von der menschlichen hermeneutischen Intelligenz, also von dieser menschlichen Intelligenz, von der wir immer glaubten, dass sie etwas mit Tiefe des Verstehens, mit Ausmalung von Sinn, mit Umgang mit Nichtwissen, Unverständlichkeit, Ungenauigkeit, Mehrdeutigkeit zu tun hat und von der wir mittlerweile auch wissen, dass wir sie runterbrechen müssen in organische, neuronale, mentale und soziale Intelligenz, weil die Menschintelligenz gibt es nicht. Ja, nochmal zurück an den Anfang des Satzes. Je mehr sich die KI von der menschlich-hermeneutischen Intelligenz in Richtung statistischer Schlussverfahren entfernt, Machine Learning hat es im Wesentlichen mit Statistik zu tun, mit einer sehr raffinierten
bayesianischen, egyptischen Statistik zu tun, in der, und das wissen Sie vielfach besser als ich natürlich, die Experten unter Ihnen, mit dem Lernen von Umgewichtung gearbeitet wird. Also nochmal, je mehr sich die KI von der menschlich-hermeneutischen Intelligenz in Richtung statistischer Schlussverfahren entfernt, je mehr wir also die Frage nicht mehr stellen, ob jemals die maschinelle Intelligenz die menschliche überwinden wird, weil das ist gar nicht die Frage. Die maschinelle Intelligenz ist anders als die menschlich-hermeneutische. Jetzt kommt's, desto mehr entdecken wir die statistischen Eigenschaften dieser menschlichen Intelligenz. Ja, was man als Lernen beschreibt, Lernalgorithmen beschreibt, ist im Moment einer der Hot Topics, wie man so schön sagt, der Hot Topics der Art und Weise, das menschliche Denken auf der mentalen Ebene überhaupt zu verstehen. Ja, und uns Menschen anhand der Frage zu beschreiben, dass wir letztlich in auch den größten Leistungen, die wir erbringen, Lektüre der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant zum Beispiel, oder Lektüre des Buches Die Gesellschaft der Gesellschaft von Niklas Luhmann, ja, oder nochmal ein Studium der Turingschen Texte, auch in den größten Leistungen, laufend an nichts anderem arbeiten als an der statistischen Bewältigung unserer eigenen Vorhersehbarkeit dessen, was wir da gerade lesen. Verstehe ich es oder verstehe ich es nicht? Verstehe ich es in diesem Kontext, verstehe ich es in jedem Kontext? Was muss ich tun, um es doch zu verstehen? Ja, wir arrondieren unsere Vorhersagefähigkeit anhand von Theoremen, mit denen wir unterwegs sind, um einschätzen zu können, womit wir uns konfrontieren. Das ist bayesianische Statistik, wie sie im Buche steht, sage ich mal etwas mutig, und ist vielleicht auch nichts anderes als statistische Intelligenz. Irritation also, wir beobachten ein Machine Learning dabei, wie es mit dem, was wir unter Kreativität, unter innovativen Fähigkeiten der Menschen verstanden haben, nichts mehr zu tun hat, schauen zurück auf die Menschen und entdecken, damit haben wir eigentlich auch nichts zu tun mit Kreativität und Innovativität. Wir haben nur glücklich kombiniert in vielen Fällen und in fast noch mehr Fällen noch unglücklich kombiniert. Und das heißt, letzter Satz, wir verdanken der Koevolution von Körper, Gehirn, Bewusstsein und Gesellschaft, Technik und Kultur das Prinzip einer irreduziblen Komplexität, das, ich sage jetzt mal bewusst, irgendwie auf allen Seiten statistisch, also wahrscheinlichkeitstheoretisch unterfüttert ist, aber nur noch auf Korrelation und nirgendwo mehr auf Kausalität zurückgerechnet werden kann. Die Systeme, die wir beschreiben wollen, sind Systeme, die mit ihrem eigenen Zerfall rechnen, um mit dieser Art von Unwahrscheinlichkeit fertig zu werden. Die Netzwerke, mit denen wir es zu tun haben, sind Netzwerke, die mit ihrer eigenen Unzuverlässigkeit rechnen, um wahrscheinlichkeitstheoretisch überhaupt tauglich zu werden, mit der Welt umzugehen. Und beides zusammen, diese Systeme und diese Netzwerke, schenken uns die Unberechenbarkeit, die uns menschlich sein und menschlich bleiben lässt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Dirk Becker, für diesen Vortrag. Ich versuche jetzt zwei verschiedene Sachen im Talk. Ich versuche da anzuknüpfen, wo ich glaube, wo auch mein Nichtverstehen mit ins Spiel kommt quasi, oder nochmal nachzuhaken, was ich vom Vortrag gehört oder vielleicht nur halb verstanden habe. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen weitergehen auf das aktuelle Buch, was mir dann auch eingefallen ist, wenn wir denn noch Zeit haben. Sie kommen etwa in 20, 25 Minuten, schätze ich allerspätestens, dazu Ihre Kommentare zu formulieren und Fragen zu stellen. Bleiben wir doch gleich bei der Irritation am Schluss, bevor ich noch gerne einen Schritt zurückgehen möchte. Das ist ja, was Sie jetzt gesagt haben, dass quasi diese Koevolution von maschineller Intelligenz und den menschlichen Intelligenzen, die Sie dann aufgesplittet haben in etwa 4, 5 verschiedene,
führt quasi dazu, dass wir menschliche Intelligenzen jetzt eben anders verstehen und dass so etwas wie Innovation und Kreativität eigentlich da gar nicht mehr stattfindet in menschlichen Intelligenzen, wie Sie sie beschrieben haben. Die Frage wäre jetzt, sind damit Kategorien wie Innovation und Kreativität vollends hinfällig geworden oder finden sie dann quasi woanders statt? Erscheinen sie woanders? Erscheinen sie dann quasi tatsächlich bei der künstlichen Intelligenz? Werden wir entlastet von Innovation und Kreativität? Die Phänomene Innovation und Kreativität sind natürlich nicht hinfällig. Mhm. Wir sind nach wie vor damit beschäftigt. Nur das, was wir als eine bis hin zu genialischen Einfällen, zu überirdischen Intuitionen, hätte ich fast gesagt, führende Fähigkeit der Menschen uns gedacht haben, können wir, wenn wir mit Künstlern reden, die konkret arbeiten, als den Umgang mit Wahrscheinlichkeitsträumen beschreiben. Ja? Ein guter Theatermann, eine gute Theaterfrau hat Dutzende von Theaterstücken gesehen, hat in Dutzenden von Theaterstücken mitgearbeitet und mit und ohne Anführungsstriche errechnet die Wahrscheinlichkeit, mit bestimmten Dingen, die neu sind, Erfolg haben zu können. Ja, und das, wir schauen uns das an und nennen das kreative Arbeit im Möglichkeitenraum, Innovation im Sinne der Setzung von etwas Neuem. Der springende Punkt ist natürlich, wenn ich das Stichwort Statistik nehme, dann hört sich das irgendwie mechanisch fast tot an, aber Statistik ist ja letztlich nichts anderes als die Fähigkeit, das Bekannte in ein Verhältnis zum Unbekannten zu setzen. Also gleichsam einen Gesamtmöglichkeitsraum, der dann mit 1 gleichgesetzt wird, einen Gesamtmöglichkeitsraum, in das Verhältnis zu bereits realisierten Möglichkeiten zu setzen. Und dann eine Differenz zu sehen zwischen den realisierten Möglichkeiten und den nicht realisierten Möglichkeiten. Da genau sitzt die Kreativität. Ja, was mache ich mit der Differenz, wenn ich dann als Künstler, als Künstlerin mit dem Problem beschäftigt bin, eine noch nicht realisierte Möglichkeit realisieren zu wollen? Das ist Innovation. Wenn wir kurz beim Beispiel, wir sind in einem Theater, bleiben bei der Regisseurin oder beim Regisseur, die so und so und so viele Theateraufführungen gesehen hat und vielleicht auch das eine oder andere gelesen, kann man ja auch sagen, dass in diesem Prozess, der dann doch so Effekte wie Kreativität hervorruft, am Ende auch etwas eine Rolle spielt, was Sie im Buch stärker ansprechen als jetzt im Vortrag, und das ist vielleicht so etwas wie das Vergessen oder das Nichtverstehen. Also all das, was ich gesehen habe, wenn ich mich jetzt als Künstler positionieren würde, muss ich auch teilweise wieder vergessen oder verdrängen oder auch produktiv nicht verstehen, wie wir gerne sagen im Kunstdiskurs, um quasi an diesen Punkt zu gelangen, wo ich etwas Neues oder vermeintlich Neues formulieren kann. Also das Nichtverstehen oder das Vergessen oder das Verdrängen ist etwas, was menschliche Intelligenzen auszeichnet und maschinelle nicht. Können maschinelle Intelligenzen, KI, kann sie das lernen? Im Moment ist man nur soweit ich die Diskussion verfolgen kann, das ist natürlich als Nicht-Informatiker peripher, ist man nur so weit zu sagen, wenn ich beispielsweise an Autorin wie Luciana Parisi denke, heißt sie Parisi? Ja. Luciana Parisi denke, ist man so weit zu sagen, wenn es der maschinellen Intelligenz nicht gelingt, Unbestimmbarkeiten einzubauen in die Art und Weise, wie in den Gewichtungszusammenhängen und Neugewichtungszusammenhängen dieser neuronalen, dieser tiefen neuronalen, dieser Deep Learning Netzwerke Neugewichtung vorgenommen werden, dann gibt es keine Chance, dass sich das über die Wenn-Dann-Struktur, wenn auch kompliziert, also von außen nicht mehr durchschaubar, hinaus entwickelt. Ja. Nur je länger wir darüber reden, wie wir Menschen uns von den Maschinen unterscheiden und je mehr wir in der Lage sind zu beschreiben, was das denn ist, was wir da können, und je weniger wir davon romantisch schwärmen und das, sondern operational runterbrechen, desto größer ist natürlich die Chance, paradoxerweise, ja, dass Informatiker uns dabei belauschen, hätte ich fast gesagt, ja, und umsetzen, was wir da an Operationen beschreiben. Was in der Soziologie, also mich in der Soziologie und auch, ich finde, Niklas Luhmann in seinen letzten Arbeiten in der Soziologie beschäftigt hat, ist zu sagen, okay, wir verstehen ungefähr, was in der bewussten Intelligenz passiert, dank Immanuel Kant nicht zuletzt, dank Husserl, Merleau-Ponty und anderen. Wir verstehen, inwieweit die eine embodied cognition ist, also etwas mit Körperlichkeit zu tun hat. Das kann man alles versuchen nachzubilden und wird ja auch immer wieder versucht nachzubilden. Was wir nicht verstehen, ist soziale Intelligenz. Ja, ist das, was ich eben mit Erlebnisstrukturen beschrieben habe, ist die Fähigkeit, mit der Kontingenz der Gesellschaft selbst umzugehen. Und da sind wir in der Lage, nicht zu verstehen. Ja, aber was heißt nicht verstehen? Nicht verstehen heißt,
dass ich mir ein Ereignis anschaue, entschuldige, ich mache meine eigene Frage antworte. Gerne, ich mache mal das Wasser auf für uns. Das klingt immer so schrecklich rhetorisch-pädagogisch, deswegen. Nicht verstehen heißt, dass man sich ein Ereignis anschaut und darauf verzichtet, es in den Kontext einer, in einen beschreibbaren Kontext zu setzen. Ja? Ich kann Kant verstehen, wenn ich die Philosophiegeschichte davor und danach mitverarbeitet habe, dann weiß ich, aha, an der Stelle muss so über Kategorien gesprochen werden. Ja, wenn ich sage, was kreative Lektüreformen ja sind, mich interessiert die ganze Philosophiegeschichte nicht und jetzt lese ich Kant, dann verstehe ich natürlich nicht, was da steht und eröffne mir dadurch die Möglichkeit, es anders zu verstehen. Also nicht verstehen ist die Setzung von ausgeblendeten Kontexten, um neue Kontexte zu ermöglichen, die dann aus allem Möglichen kommen können, inklusive Fragen der sinnlichen Wahrnehmung, die ja für Kant nicht ganz unwichtig waren. Ja. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Programmierer künstlicher Intelligenz oder Programmierinnen, die solche Fragen beantworten können im anschließenden Talk. Ich möchte nochmal gerne auf einen Begriff zurückkommen, der quasi vor der Irritation wichtig war in Ihrem Vortrag, und fragen, wo wir da gerade sind, quasi evolutionär gesehen. Es geht um den Begriff der Synchronisation. Ja? Also wie kommen diese verschiedenen Systemreferenzen, wie Sie gesagt haben, man nur immer bis 4 oder 5 zählen und nicht nur bis 1 und haben dann verschiedene Systemreferenzen aufgezählt, die da zusammenkommen. Wie ist es möglich, dass die dann trotzdem, ich sage jetzt mal, funktionieren oder zusammenkommen, ohne das Paradigma der Vernunft, das Sie am Anfang des Vortrages quasi der Netzwerkgesellschaft, die Sie auf Castells aufgebaut haben, absprechen. Dass Sie sagen, da spielt Vernunft eigentlich keine Rolle mehr, sondern etwas anderes. Sprechen am Schluss aber von der Synchronisation als ein Effekt, wo was zusammenkommt. Ich frage mich, wie kommt das zusammen? Spielt da Vernunft gar keine Rolle mehr? Oder was sind das für Kräfte, die zur Gelungenheit dieser Synchronisation beitragen? Das ist der erste Teil der Frage. Der zweite, aber dann auch gleich, können Sie die Beispiele, die Sie jetzt nicht genannt haben aus Zeitgründen, da vielleicht noch anführen, um das ein bisschen anschaulich zu gestalten. Die Vernunft kommt natürlich noch vor, sie kommt aber nicht mehr als Integral der Synchronisation dieser Systemreferenzen vor. Bei Kant, auf den ich jetzt also auch schon genug Bezug genommen habe, bei Kant gibt es die Vorstellung, dass die Vernunft die übergeordnete die Fähigkeit des menschlichen Lebens, der menschlichen Form des Umgangs mit Umwelt schlechthin ist. Deswegen diese dauernde Abarbeitung der Differenz von Sittlichkeit und Sinnlichkeit mit Sinnlichkeit unten und Sittlichkeit oben. Ja, diese hierarchische Vorstellung funktioniert nicht mehr. Wir brauchen uns nur umzuschauen und sehen Faszinations- und Erregungspotenziale, die unsere Gesellschaft dominieren. Ja, von Wutbürgern über Schulkinder, die Schule schwänzen, bis hin zu dem, was Heinz Bude immer so wunderbar in seinen sozusagen Stimmungsporträts von Gesellschaft, also die Angstgesellschaft, die Hoffnungsgesellschaft, die Empörungsgesellschaft und so weiter beschreibt. Wir sehen eine enorme Fähigkeit der Gesellschaft, sich von Sinnlichkeiten faszinieren und erschrecken zu lassen, ohne dass irgendjemand auch nur eine blasseste Vorstellung davon hat, welche Art von Vernunft das kontrollieren kann. Wir können eigentlich in vielen Fällen nur darauf hoffen, was auch wiederum, Entschuldigung, bei Kant nachzulesen ist, ja, dass es ein politisches System gibt, das rechtzeitig bestimmte Phänomene einzuschränken erlaubt. Ja, das dann mal intelligent reagiert, wie, ich sage mal, Macron, der sich auf die Reise durchs Land begibt und die Gelbwesten sozusagen von hinten zu erwischen versucht. Ja, oder auch mal nicht intelligent bedient wird, wie wir es von unseren Populisten gewohnt sind, die sozusagen auf die Stimmungen springen und sie verstärken. Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die, und vielleicht kann man es von der Moderne auch sagen, in ihren Katastrophen muss man es auch sagen, die sich von dieser Ebene der Vernunft nicht mehr beeindrucken lässt. Was immer das heißt. Also sie wird als normative Kategorie nicht verloren, die Vernunft, aber als strukturelle Kategorie, die bis hin in Wahlprogramme, bis hin zum Verständnis von dem, was Marktwirtschaft sein kann, ja, also Wohlfahrtssteigerung, bis hin zur Idee der allgemeinen Schulbildung, sprich gebildete Menschen sind eher in der Lage, Gesellschaft mitzugestalten als Ungebildete. Wer sagt das eigentlich? Also im Moment werden vielfach Gesellschaften von Ungebildeten gestaltet. Ja? Diese ganze semantische Landschaft glauben wir nicht mehr. Ja? Ich will gar nicht sagen, dass das nicht irgendwann wieder kommt, dass die Aufklärungshoffnungen nicht immer noch irgendwie gerechtfertigt sind,
Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, wenn man diese Thesen, die dort in dieser Landschaft von Kultur- und Medienwissenschaften gängig sind, ernst nimmt, ist gering. Jetzt habe ich Ihre Frage nicht beantwortet. Ja, vielleicht noch mal mit einem Beispiel, was die Prognostik der Gelungenheit angeht. Also welche Art von, Sie haben es jetzt nicht so, doch, Sie haben es einmal so genannt, glaube ich, ne? Das analoge Computing, das wären quasi sowas wie Nervensysteme oder eben alles, was quasi nicht künstliche Intelligenz oder nicht digitales Computing angeht. Gibt es Verfahren, wo man diese Gelungenheit prognostizieren kann, sagen wir mal wie die 60-40 Gelungenheit des irgendwie Amazon-Algorithmus, der voraussagen kann, ob mir das Buch gefällt oder nicht. Auf welcher Ebene würde das eigentlich stattfinden, wenn man jetzt in Richtung Prognostik gehen würde? Wäre das was, was quasi nur analog möglich wäre, oder ist das dann doch eine KI, die dabei ins Spiel kommt? Ich kann darauf nur einigermaßen konkret antworten. Gerne. Gut, angekommen. Wir haben gerade zwischen den Universitäten mit Herdecke und Stuttgart eine wunderbare Doktorarbeit begleiten dürfen, die sich angeschaut hat, wie der Stadtraum von München durch Apps vektoriell restrukturiert wird, die Parkplätze vermitteln, Autos vermitteln, Fahrräder vermitteln. Ja? Und wo mit einer hohen mathematischen Imaginationskraft diese, wie man halt sagt, Vektoren entwickelt werden, die Nutzer, Ressourcen und Plätze in der Stadt miteinander zu kombinieren erlauben. Da wird all das, was sozusagen als europäische Stadt, ja, Zentrum in der Mitte, Kirchturm, Marktplatz und so weiter, unsere Lebensumstände ausmacht, wird gegen den Strich gebürstet und es wird mit der einfachen Frage, ja, wo werden denn Fahrräder gebraucht und wo werden denn Parkplätze gesucht, wird der gesamte Stadtraum neu beschrieben. Da steckt eine algorithmische Intelligenz der Vorhersage von, wer wird wohl welches Fahrrad wo brauchen, inklusive der Konsequenz, wenn du dein Fahrrad dort abstellst, wo es eventuell gebraucht wird, zahlst du weniger Miete, als wenn du es dort abstellst, wo es keiner braucht. Ja, wird mit einer hohen algorithmischen und auch designermäßigen Intelligenz daran gearbeitet, den Stadtraum als solches im elektronischen Medium zu reformulieren, zu reformatieren und eine andere Form von Lebensumständen zu generieren. Und ne, wenn man so will, das war dann eine der Fragen, die wir dann in der Disputation diskutierten, wo bleibt denn da die Kritik an der Art und Weise, wie beispielsweise diese Apps die städtische Infrastruktur, ja, die von den Stadtverwaltungen mit hohem Kostenaufwand hingestellt wird, also man braucht Straßen, wenn man Parkplätze anbieten will, die werden von den App-Betreibern nicht selbst gebaut. Man steht möglicherweise mit Fahrrädern an Bushaltestellen rum, die eigentlich für Busse gebraucht werden und so weiter und so fort. Also wo bleibt eigentlich die Kritik an diesen Apps? Wurde sehr schön mit dem Hinweis bearbeitet, die haben ihre eigene Kritik, weil laufend überprüft wird, was die Nutzer tatsächlich brauchen und tatsächlich nicht brauchen. Diese Kritik ist aber hochgradig selektiv, ja, weil sie genau die Leute betrifft, sozusagen die Community der Parkplatzsucher, ja, die eben genau diese Bedürfnisstruktur haben. So. Und diese Form von hochgradig selektiver künstlicher Intelligenz, die gezwungen ist, menschliche Intelligenzstrukturen, körperliche Bedürfnisstrukturen, das mentale Verständnis des städtischen Raums und so weiter miteinander zu errechnen, ist das, was ich Synchronisation nenne. Vor dem Hintergrund dessen, dass beispielsweise, das habe ich kurz angedeutet, die Zeitstruktur von Körperlichkeit, von Bewusstsein und von Sozialität sehr unterschiedlich ist. Wir haben sehr, sehr schnell arbeitende Gehirne. Wir haben ein ziemlich langsam arbeitendes Bewusstsein, was wohlgemerkt die Lösung des Problems ist und nicht etwa ein Problem. Und wir haben eine Kommunikation, das kann man jetzt unterschiedlich einschätzen, je nachdem, wie in welchen Milieus man sich jeweils bewegt. Also sehr langsam in der Politik, sehr schnell auf Finanzmärkten, sehr schnell in bestimmten Forschungsstrukturen der Physik, sehr langsam, soweit ich das weiß, in den Sozialwissenschaften. Wir haben also das, was ein Lieblingsautor von mir mit einer Lieblingsvokabel von mir heterochronotopologische Ordnung nennt. Das ist einfach so schön, das Wort jetzt. Also eine sozusagen heterochronotopologisch. Heterochronotopologisch, eine Restrukturierung des Raumes anhand von Topoi, die heterogen in ein heterogenes Verhältnis zueinander haben. Mhm. Ja? Und
Die Synchronisation, nach der Sie fragen, ist eine Synchronisation, die sich in der radikalen Differenz dieser unter anderem Zeitstrukturen bewegen muss. Ja, und das ganze Raffinement, auch von etwas so Harmlosem wie einer Parkplatz-App, ja, liegt darin, diese Schnittstellen gezielt anzusteuern und dafür eine Lösung anzubieten. Aber diese Synchronisation, wie Sie sie nennen, findet dann also quasi zwischen mindestens zwei verschiedenen Intelligenzen statt, nämlich einer künstlichen und verschiedenen menschlichen. Ne, das ist Teil der Punkt. Quasi, ja, genau. Ich würde es Integration nennen als Laie. Sie nennen Synchronisation in Ihren Begrifflichkeiten. Da ist die Frage, sind das fließende Übergänge? Sie denken ja auch in Epochen, machen das auch im Buch sehr schön auf der letzten Doppelseite, wo Sie die Epochen mit verschiedenen Systemen und Schlagworten dann verbinden. Wahnsinnig übersichtlich, ist eine Freude, damit durch das Buch zu kommen. Tatsächlich, man sieht das auch nicht oft in soziologischen Büchern. Aber was ich fragen wollte ist, das ist ja etwas, was Soziologen, wie zum Beispiel, will jetzt hier nicht abnörden, aber Boltanski und Schapiello für den Kapitalismus schon lange sagen, dass er sagt, er ist deswegen so dynamisch, weil er eben auch Kritik integrieren kann. Und das ist ja nicht unbedingt ein wahnsinnig neues Phänomen, das ist auch ein Phänomen, das ist eindeutig auch prädigital, wenn man so möchte. Und was Sie jetzt für mich als Laie beschreiben, was diese Synchronisierung angeht und auch die Frage nach der Kritik, was diese App leistet, wäre für mich jetzt so eine klassische Integration von etwas wie Kritik, was der Kapitalismus eigentlich schon länger ganz gut schafft. Also wo ist jetzt da quasi der Unterschied zwischen etwas, was schon länger in diesem System, vielleicht seit 400 Jahren, wie wir es auch immer fassen möchten, quasi mitläuft und was ist ein digitaler Effekt davon? Also erstens ist, und da habe ich von Boltanski viel gelernt, erstens ist es ganz wichtig zu sagen, die moderne Gesellschaft ist per se kritisch. Ja, wir haben als Intellektuelle immer geglaubt, nein, die muss man irgendwie quasi von außen kritisieren. Demokratie ist nichts anderes als die Kritik der Politiker durch die Politiker. Und die Wähler. Ja, Marktwirtschaft ist nichts anderes als die Kritik von Unternehmern durch Unternehmer und Kunden. Ja, sogar unsere Liebesverhältnisse, ja, sind kritische Verhältnisse unter Liebhabern, durch Liebhabern und Dritten, die beobachten, welche Chancen sich dadurch ergeben, dass Liebesverhältnisse scheitern. Ja, also wir kommen ohne Kritik keinen einzigen Zentimeter weit. Kritik ist Alltag. Kritik ist vor allem auch Interaktion. Ja, also wenn wir in Berufen unterwegs sind, wenn wir in Organisationen unterwegs sind, gibt es eine hochgradige Schmalspurigkeit unserer jeweiligen Kommunikation. Aber wir brauchen bloß uns hier in so einem Raum zu versammeln und anzugucken. Ja, dann fällt Ihnen zunächst mal zu dem, was ich sage, nichts anderes als Kritisches ein. Ja? Und ich höre mir Ihre Fragen an und sage, nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, so, ne? Und Sie hören mir zu und sagen, nein, 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 glaube ich nicht, das ist Quatsch, Soziologie und so. Ja? Das also waren doch nur Verständnisfragen am Anfang eigentlich. Ich übertreibe. Ich will nur sagen, wir sind Gottlob, ja, alle per se kritisch unterwegs. Das ist das eine. Ne? So. Und das andere ist, dass wir genau diese Erkenntnis, und das ist nun mal nicht eine, die man alltäglich hört, ja, was findet man bei Boltanski und man findet es auch bei mir in einem oder anderen Aufsatz, dass wir die ernst nehmen müssen, um zu schauen, welche Art von Negationspotenzial, welche Art von Kritikmöglichkeiten kommt denn jetzt durch diesen Typ der maschinellen Intelligenz dazu. Müssen wir damit rechnen, dass wir von Maschinen kritisiert werden? Ja, wird Alexa uns demnächst sagen, hör mal, du solltest aber längst Licht ausgemacht haben und schlafen? Ja? Wird Alexa uns bestimmt sagen, du liest schon wieder Immanuel Kant? Ja? Jetzt aber mal den guten Hegel rausholen? Ja? Oder keine Ahnung was? Ja? Also jetzt etwas ins Lächerliche gezogen. Aber es ist ein anderer und neuer, weil in einem wesentlich umfassenden Maße auf statistische Möglichkeiten bezogener Intelligenzzusammenhang, in dem wir uns bewegen. Ja, das große Stichwort, was ich sehr mag von Christoph Kuklick, der granularen Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die die Beobachtung unserer Verhaltensebene in einer tiefen Schärfe zu erfassen erlaubt, quantified self, ja, was macht uns krank, was macht uns gesund, da werden wir mit einer Form von Datenerhebung und, das ist ja der wichtige Punkt, Datenkommunikation konfrontiert, die wirklich nichts mit der kritischen Selbstaufklärung der modernen Gesellschaft zu tun hat. Ja. Die letzte Frage, bevor ich das öffne und dann ganz zum Schluss vielleicht noch eine nach der Handlungsfähigkeit. Sie haben die EU-Kommission schon angesprochen, aber das dann ganz am Schluss. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass analoges Computing auch ein Computing ist, das kontrolliert, oder eins, was
Verhalten steuert oder vielleicht sogar eins, was künstliche Intelligenzen steuert. Vielleicht auch in einer Art und Weise, die wir dann tatsächlich gar nicht verstehen. Ich frage mich, wenn man jetzt mal, das haben wir schon öfter diskutiert, in dieser Reihe hier auch schon auf ein ganz alltägliches Phänomen guckt in sozialen Medien, wo man vielleicht sagen kann, im Vergleich zur Explosion der Städte in Europa im 19. Jahrhundert, wo sich quasi ein öffentlicher Code, ein bürgerlicher Code vielleicht der Höflichkeit herausgebildet hat, der einer der Distanz war. Das heißt, die Stadt wird so komplex, dass es zu komplex ist, immer zu erfahren, wer ist der Mann oder die Frau neben mir. Ich kann das nicht immer fragen. Das wird zu komplex, sonst ich komme nicht mehr durch meinen Tag in der Öffentlichkeit, weil sie plötzlich so viel wurde. Ja? Kann man ja heute sagen, habe eine Tendenz zu etwas Gegenteiligem. Dass man quasi sagt, es geht sehr oft darum zu sagen in sozialen Medien, wer man sei, woher man kommt, wofür man steht und so weiter. Ist das dann quasi ein Effekt von was genau? Wie würden Sie das beschreiben? Ist das ein Effekt einer quasi künstlichen Intelligenz, also von den Algorithmen, die in den sozialen Medien letztendlich bestimmen, was wir sehen? Oder ist das bereits unser Verhalten, das sich verändert hat und immer noch von analogen Computing, um in der Metapher zu bleiben, gesteuert wird? Ja, man kann das eine vom anderen nicht trennen. Wir verändern uns in dem Ausmaß, in dem wir auf neue Verhaltensmöglichkeiten stoßen. Und das Stichwort, das ich da formulieren würde, ist, dass wir von der individualisierten Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und eines großen Teils des 20. Jahrhunderts hineinwachsen in eine personalisierte Gesellschaft. Die individualisierte Gesellschaft, vor allem die liberale Gesellschaft, die heute so gerne beschimpft wird, ist eine Gesellschaft, die mit der enormen zivilisatorischen Errungenschaft groß und stark geworden ist, dass jedes einzelne Individuum für prinzipiell undurchschaubar zu halten. Ja, und das muss man erstmal hinkriegen. Ja, das haben traditionelle Gemeinschaften nicht hinbekommen. Man war überrascht, wenn jemand ein Verhalten an den Tag legt, mit dem man nicht gerechnet hat. In der liberalen Gesellschaft, in der individualisierten Gesellschaft rechnet man damit, dass man überrascht wird. Und man pflegt es sogar. Ja, Liebesverhältnisse sind Verhältnisse, in denen das nicht mehr überrascht werden durch den anderen schon fast so etwas wie das Ende der Liebe bedeutet, wenn man nicht rechtzeitig heiratet. Ne? Der Wähler, der Politiker, der Unternehmer, der Kunde, das sind der Schüler und der Lehrer, sind alles Figuren für die Unvorhersehbarkeit dessen, was der Nächste im nächsten Moment tut. Und die Intelligenz unserer Gesellschaft besteht darin, diese Unvorhersehbarkeit als individuelle, freie Eigenschaft von Menschen einzubauen in die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Personalisierung heißt, dass wir merken, und das ist wahrhaftig keine nur glückliche Entwicklung, dass wir merken, dass wir eben als Personen angesprochen werden in Netzwerken, egal ob das jetzt berufliche sind, sogenannte Reputationsnetzwerke, oder unsere Konsumentennetzwerke, wo wir auf Empfehlungen mehr oder minder angewiesen sind, wo wir, und Facebook ist dafür das schlimmste Beispiel, wo wir ohne die Fütterung dieser Netzwerke mit unseren eigenen Persönlichkeitsmerkmalen merken, dass wir auch gar nicht mehr vorkommen. Ja, also wir unterbrechen mit Vorsicht und auch mit begrenztem Erfolg, wir unterbrechen die Produktion von Unvorhersehbarkeit, von Unbekanntheit auf der individuellen Ebene mit Angeboten, hör mal, das bin ich, und so kannst du mich ansprechen und so bin ich für dich zuverlässig etc. pp. Wir bauen Identitätsstrukturen auf, die uns kontrollierbar machen. Das sagt die Netzwerktheorie. Wir bauen aber auch Identitätsstrukturen auf, die es uns erlauben, den anderen zu kontrollieren. Ja? Ich sage dir, wer ich bin, damit du entscheiden kannst, ob du etwas mit mir zu tun haben möchtest. Dann kann ich aber auch entscheiden, ob das die Bedingung ist, mit der ich weiterhin mit dir im Verkehr sein möchte. Man hat das ja manchmal etwas überschätzend mit einer Retribalisierung, also sozusagen einer Neuerfindung von Gemeinschaft für gesellschaftliche Zusammenhänge, identifiziert. Ich würde da ein bisschen zögern, weil Stämme nochmal was anderes waren als das, was wir jetzt erleben. Aber dass diese Personalisierung, diese liberale Errungenschaft unterläuft, das würde ich schon ganz deutlich sagen. Ja, das Mikrofon, das Brecht noch pries, lauscht halt mittlerweile auch. Ne? Es kann nicht nur verstärken, es geht quasi in beide Richtungen. Aber damit möchten wir das jetzt öffnen. Wie gesagt, es gibt zwei Mikrofone hier unten. Ich glaube, es gibt auch welche oben. Stimmt das? Das war letztes Mal so zumindest. Es gibt eins da oben. Genau. Und bitte Sie jetzt um Fragen und Kommentare, bevor ich sehe den Herrn hier in der drittletzten Reihe zuerst gerade. Ich hoffe, das stimmt. Vielen Dank.
Vielen Dank für den Vortrag und für die Organisation. Ich habe mich von zwei Sachen hauptsächlich irritieren lassen. Das erste hat mit dem Titel zu tun. Die nächste Gesellschaft, das spricht von einer Gesellschaft. Und nur die eine Gesellschaft, die digitalisiert wird oder die digitalisiert. Und ich glaube, es gibt auch andere Gesellschaften, die nicht digitalisiert werden oder die ihre Kommunikation und Bewusstseinssysteme und Körper nicht irgendwie im digitalen Medium reproduzieren. Und die zweite Sache ist eng damit verbunden, ist, was denken Sie über solche Gesellschaften, die weder Schrift noch Buchdruck noch Computer, digitale Medien haben und trotzdem simultan hier sind. Also die eine gewisse Komplexität haben, die es ihnen, also diese Gesellschaften erlaubt, weiterzuleben. Sollen die irgendwie bei dieser nächsten Gesellschaft mitmachen, ausgeschlossen bleiben, integriert werden? Also was denken Sie? Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich bin nicht in der Lage, normativ zu entscheiden, wer mitmacht oder nicht, Gott sei Dank. Sie haben vollkommen recht, der Singular, die nächste Gesellschaft, ist immer gefährlich, aber lädt andererseits auch genau diese Frage ein, gibt es noch andere Gesellschaften? Wir arbeiten, ich sage wir, meine ich jetzt Soziologen, Systemtheoretiker, wir arbeiten gerne mit dem Singular, weil er diese Zumutung, etwas auf den Punkt zu bringen, seinerseits auf den Punkt bringt. Und man dann sagen kann, ist in der Tat die Weltgesellschaft, also all das, was man an kommunikativen Anschlüssen im gesamten Erdzusammenhang beobachten kann, unter den einen Titel der nächsten Gesellschaft zu bringen. Und da würde ich sagen, unbedingt ja, erstmal auf der heuristischen Ebene. Und zwar genau deswegen, das ist der zweite Teil Ihrer Frage, genau deswegen, weil man es mit diesem Phänomen der Ungleichzeitigkeit zu tun hat. Und beispielsweise Gesellschaften beobachten kann, die vom Schriftmedium unter Auslassung des Buchdruckmediums direkt ins elektronische Medium springen. Und da ganz andere Effekte erzielen, als man das vor dem Hintergrund von europäischen Aufklärungs- und Humanisierungserwartungen haben kann. Zum Teil lernen wir von diesen Gesellschaften, die ich jetzt gar nicht benennen möchte, weil das sozusagen größere Vorsicht erfordert, von diesen Gesellschaften mehr, als wir diesen Gesellschaften beibringen können. Hintergrund dieser Aussage ist, dass das, was man in der Soziologie bis in die 60er Jahre hinein Modernisierungsforschung nannte und mit der Vermutung unterfüttert hat, dass die Gesellschaft zwangsläufig eine Modernisierungsdynamik in den Tag legt, natürlich Unfug ist. Ja, also wir haben es mit dieser Ungleichzeitigkeit zu tun und haben im Amazonasbereich beispielsweise natürlich jeden Grund dazu, bestimmte Reservate einzurichten und zu sagen, da wird kein Hubschrauber landen und da werden keine bewaffneten Menschen auftauchen und da wird auch nicht erzogen, da gibt es auch keine Zahnärzte und was man alles sonst noch so braucht. Und heben das dann auf, Sie haben das vielleicht gelesen jetzt in den letzten Tagen, ja, wenn zwei dieser indianischen Stämme im Amazonasbereich anfangen, miteinander Krieg zu führen, dann schickt man eben doch Soldaten oder Polizisten, ich weiß nicht genau wen, dahin, oder vielleicht auch nur Moderatoren, um dort etwas aufzufangen. Also mit aller Deutlichkeit, Sie haben recht, der Singular ist gefährlich. Ich habe auch recht, der Singular ist produktiv. Ja? Und die eigentliche Beobachtung, die eigentliche Aufforderung ist, beobachte die Ungleichzeitigkeit von Gleichzeitigkeiten im Umgang mit gerade elektronischen Medien. Es gibt großartige Bücher, in denen nichts anderes steht, auf 600 Seiten, wie unterschiedlich Handys benutzt werden, weltweit. Ja, beispielsweise orientiert an der Frage, was sind Lieblingsfotos? Das gibt's ja, ich nenne jetzt wieder das Beispiel nicht. Es gibt natürlich Gesellschaften, in denen Katzenfotos rauf und runter propagiert werden. Es gibt aber auch Gesellschaften im Ostasiatischen, da fotografieren die Leute sich mit den Füßen auf den Tischen. Und zwar zu Hunderten. Frage, warum? Ja, was ist die Aussage dahinter? Ja, ist das ein Virus, der sozusagen mit Spaß verbreitet wird und irgendwann wieder abklingen wird? Und vor allem, welche Einstellung zum Rest der Synchronisation von Körper, Geist und Gesellschaft steckt dahinter?
Ja, also bitte lassen Sie uns die Aufmerksamkeit auf solche Phänomene schärfen und überhaupt nicht glauben, dass mit dem Einbau elektronischer Medien in die Gesellschaft überall das Gleiche passiert. Im Gegenteil. Ich glaube, ich lag gar nicht so schlecht mit dem Und in der Einführung. Ne? Da haben beide recht. Es gab eine Wortmeldung, Herrn mit der Brille hier in der 5., 6. Albert Reinhardt. Ja, man weiß gar nicht, wo man genau ansetzen soll. Ich denke, dass wir halt vor dem Problem stehen, wie ein Häuslebauer, der sozusagen in dem Moment, wo er das Grundstück kauft, eigentlich an das Haus denkt, ja, wenn er die schöne neue Welt baut, der Digitalisierung. Aber wir vergegenwärtigen uns nicht, dass halt die kulturellen Grundlasten, also die sozusagen die Dinge, die schon kulturell eingebaut sind, uns eigentlich strukturell verunmöglichen, überhaupt dahin zu kommen. Was ich meine ist, dass wir unsere Jugend immer noch abverlangen, sich sozusagen systemkonform, also zur Konformität und zur Anpassung und Unterwerfung sozusagen, weil wir sie halt früher gerne an die Front geschickt haben. Also wir brauchten früher die Befehlsgewalt über die Jugendlichen und haben deshalb dieses System Schule so gebaut, wie es jetzt ist. Wir brauchen aber jetzt für das neue System Menschen, die sich sozusagen Komplexitätswelten oder die sich sozusagen ihre eigene Zukunft vorher kreativ ausdenken können, um diese Gemeinschaft selber kollektiv zu verkörpern und entstehen zu lassen, indem sie sich wirksam auf das System verhalten können. Und für diese, also Politik ist ja das Bohren der dicken Bretter, ich würde mal sagen, es ist wie beim Gotthardtunnel, das muss von beiden Seiten gebohrt werden, sowohl die Jugendlichen haben da ein dickes Brett, aber die Systeme selber, vor allem die politischen Systeme, müssen sich einfach System öffnen, damit Jugendliche ihre Selbstprägephase genau dafür benutzen können, das System zu konditionieren, besser zu funktionieren, auf ihre eigenen zukünftigen Probleme hin. Und gleichzeitig ist das sozusagen eine kulturelle Verankerung. Also wo siedeln wir dieses Wir oder diese Gesellschaft, wo ist die rückgebunden? Früher war das ein höheres Wesen, das uns zusammengehalten hat in so einem Gedankenpunkt. Das wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Und wir überfordern das Individuum dadurch, dass jeder Einzelne sich sozusagen immer wieder die Welt neu erklären muss, jeden Tag. Und das liegt sozusagen nicht in unseren Genen, in unserem Genpool liegt eigentlich verinnerlicht dieses stämmische Wir herstellen durch Kommunikation und also sozusagen die AGBs werden dialogisch ausgehandelt. Ja, und wir müssen halt diesen dialogischen Prägemechanismus muss als menschlichen, also das ist, liegt in unseren Genen, das sind wir Menschen. Ja, und wenn wir darüber jetzt einfach hinwegstolpern, dann gnade uns Luhmann, sag ich mal. Nee, es war jetzt ein blöder Scherz. Nee, wir haben dann keine Antwort darauf. Ja, also das geht dann ins Leere. Ja, vielen Dank. Also an dieses Wir glaube ich nicht oder ich wüsste nicht, wer das sein sollte. Ich würde versuchsweise eher mit einem Ihr arbeiten. Also wenn ich hier so einen Vortrag halte, dann seid ihr meine Zuhörer und ich versuche etwas zu tun, was der Situation, diesem schönen Haus einigermaßen angemessen ist. Und wenn ich draußen bin, tue ich wieder was anderes. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, wieder etwas Drittes. Ich glaube, dass die Frage danach, wie sich das zum Kollektiv rundet, nicht beantwortet werden kann. Was ich viel interessanter finde, ist, das haben Sie sozusagen im Subtext oder zwischen den Zeilen angedeutet, ist diese Hauptaufgabe der gegenwärtigen Gesellschaft, mit diesem schrecklichen Singular, der gegenwärtigen Gesellschaft ist, Chancen für die Koevolution von verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, Bewusstsein, Körper etc. zuzulassen. Und das, weil alles, was wir wissen, wenn wir die letzten 40, 60 Jahre der Automatisierung und des Siegeszugs des Computers etc. beobachten, alles, was wir wissen, ist, dass die erfolgreichen Formen der Digitalisierung im Medium des Widerstandes stattgefunden haben. Meine Lieblingsgeschichte ist wirklich die, dass beobachtet wurde, wie in Krankenhäusern die Computer 40 Jahre gebraucht haben, um sich aus den Kellern, den Rechenzentren, wo die Informatiker ihre Spielzeuge bekommen haben, hochzuarbeiten an das Krankenbett. Es hat 40 Jahre gedauert, bis Patienten, bis Ärzte, bis Krankenschwestern mit der Möglichkeit, das hat natürlich auch eine entsprechende technische Unterstützung, also neue PubMed-Systeme und so weiter gebraucht,
mit der Möglichkeit, damit zu arbeiten, anfreunden konnten. Und das Medium der Evolution ist das, die Fähigkeit, sich im Widerstand gegen etwas anzueignen, warum es trotzdem für bestimmte Dinge und möglicherweise gar nicht die Dinge, die ursprünglich gedacht waren, brauchbar ist. Auf diesen Prozess und nicht auf eine Vernunft, auf diesen Prozess der Evolution würde ich letztlich meine letzten Hoffnungen setzen. Mit dem Gotthard wäre ich auch vorsichtig, der besteht nämlich aus Sand in der Mitte. Ich komme daher, das weiß ich nun wirklich verbürgt, mit den Bohrungen von beiden Seiten, da muss man sehr aufpassen. Wir haben noch eine Frage in der Mitte. I forgot to say, of course you can ask your questions or make your comments in English as well. I think everybody does understand English. If not, we will translate it shortly. There's a question right in the middle down here, and there's one up there, and then we'll have a look on Twitter. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich spreche Deutsch. Vielen Dank für den Nicht-TED-Talk. Ich heiße Isabella Herrmann, ich koordiniere eine Arbeitsgruppe zu KI an der BBAW. Und Sie sagten ja, dass die 40%, bei denen zum Beispiel Amazon falsch liegt, dass das eventuell der Freiheitsbereich wäre oder der Freiheitsgrad. Und dass vielleicht die Bereiche, wenn ich es richtig verstanden habe, wo keine Daten erfasst werden, vielleicht die Bereiche sind, die frei sind oder wo man frei ist. Da wäre dann meine Frage, ob nicht genau die Bereiche die sind, die mich unfrei machen, weil ich mich nicht mehr beteiligen kann. Also Marion Foucault sagte in der gleichen Veranstaltungsreihe, Visibility is a trap und Invisibility is a trap also. Das wäre eben die Frage, also wie Sie es definieren, ab wann ich an einer Gesellschaft dann teilhabe und was das für meine Daten bedeutet? Ja, gute Frage, die mich auch überfordert. Also einerseits ist es nochmal wichtig zu sagen, woher denn diese 40% Vorhersehbarkeit kommen. Ja, das Verblüffende, gerade bei Pentland kann das wunderbar beschreiben, das Verblüffende ist, dass es genügt zu wissen, was wir vorher getan haben und mit wem wir Kontakt haben, um mit dieser 40% Wahrscheinlichkeit vorherzusehen, was als nächstes kommt. Das ist genau das, was ich mit der statistischen Durchschaubarkeit unseres ach so freien Verhaltens meine. Ich würde das nicht mit Freiheit identisch setzen, sondern ich würde das mit einem Ausloten von Verhaltensspielräumen identisch setzen. Ein Lieblingssatz, den bringe ich jetzt auch von Pedro Domingos, jemand, der ein einigermaßen populärwissenschaftliches, also auch von mir lesbares Buch über Machine Learning geschrieben hat. Pedro Domingos sagt in dem Abschlusskapitel, die Wahl ist nicht die zwischen Visibility und Invisibility, sondern die Wahl ist die zwischen Aussteigen aus den Systemen, was nicht geht, also aus den Systemen, die uns per Clickstreams erfassen, oder, und das fand ich doch sehr schön, dem Trainieren des Algorithmus. Ja, also wenn Sie auf Amazon unterwegs sind, wenn Sie auf Amazon tatsächlich Bücher kaufen, wozu ich jetzt hier gar nicht werben möchte, dann macht es großen Sinn, die Sachen, die Sie persönlich interessieren in Ihrer Arbeit, mit einem bestimmten Konto zu suchen und zu kaufen. Und die Geschenke, die Sie für Ihre zweijährigen Nichten und Neffen aussuchen, mit einem anderen Konto. Ja? Weil der Algorithmus kriegt diese beiden Dinge nicht, also kriegt lange Zeit, wie jetzt mittlerweile steht, weiß ich nicht, kriegt lange Zeit diese beiden Dinge nicht zusammen, sodass die Empfehlung in der Tat, da wird der Kopf geschüttelt, sodass in der Tat der Algorithmus nicht brauchbar war für Sie. Ja, train your algorithm war die Botschaft, und das kann man natürlich für viele sowohl Konsumenten wie auch berufliche Aktivitäten anwenden. Ich bin nicht so weit, dass ich dieser Verhaltensempfehlung gefolgt wäre. Ich kaufe auch nicht dauernd Bücher bei Amazon. Aber ich finde, das ist eine interessantere Wahl, zumindest eine, die man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen kann, als dauernd die Frage danach, wie kann man den Dingen aus dem Weg gehen. Ich habe eine Frage da oben. Entschuldige mich bitte, ich habe ein bisschen schlecht gesehen durch das Licht und dann gehen wir auf Twitter. Ja, ich hoffe, man kann mich hören. Christian Engel ist mein Name. Aber sehen nicht. Bitte? Aber sehen nicht. Ja, hier. Ah, voilà. Ja, mich würde interessieren, Sie haben gesagt am Anfang, dass in der nächsten Gesellschaft eben sich von funktionaler, differenzierter Gesellschaft verschiebt zu einer Netzwerkgesellschaft. Wenn ich mich bei Luhmann richtig erinnere, dann ist es ja so, dass für Luhmann funktionale Differenzierung vor allen Dingen bedeutet, dass in einzelnen Systemen eben mit Unterscheidungen beobachtet wird, also haben oder nicht haben in der Politik, Macht oder nicht Macht in der Politik, haben oder nicht haben in der Wirtschaft
Und deswegen würde mich interessieren, wie denn in der Netzwerkgesellschaft sich diese Unterscheidungen verschieben, verändern. Ja, vielen Dank. Das würde mich auch interessieren, oft gestanden. Also da bin ich wirklich ein Boltanski-Fan an der Stelle, weil Boltanski mit Thévenot dieses wunderbare Buch über Urteilskraft, wie heißt es auf Französisch? L'art de juger? Nee, heißt es nicht. Weiß ich nicht. Klingt auf jeden Fall richtig, ja, 1991, aber ich habe den Originaltitel. 1991 oder so schon publiziert hat, wo er die Franzosen sind ja außerordentlich Systemtheorie skeptisch, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, eingestellt. Aber in diesem Buch hat Boltanski mit Thévenot, ähnlich wie etwas später Bruno Latour, voll und ganz die funktionale Differenzierung eingekauft, indem sie gesagt haben, das sind natürlich keine Systeme wie in der Systemtheorie, sondern das sind Wertsphären. Man könnte auch sagen Diskurse. Ja. Und ich glaube, im Moment haben wir es, und das wäre ein Riesenforschungsprogramm, von dem ich gar nicht wüsste, welche Institute ich bräuchte, um das zu realisieren. Es wäre ein Riesenforschungsprogramm, zu schauen, an welchen Stellen werden welche Netzwerke und vor allem, was ist denn überhaupt so ein Netzwerk? Welche Netzwerke in diesen Wertsphären neu aufgestellt? These, die Funktionssysteme werden auf Wertsphären, das heißt auf Urteilskriterien runtergedimmt, die erlauben uns Wiedererkennungseffekte, ja? Sodass wir immer noch das Gefühl haben, ja, die Gesellschaft, in der wir leben, durchschauen wir so einigermaßen. Wir können Kunst von Erziehung von Liebe und Liebe von Wirtschaft unterscheiden. Das ist manchmal sehr hilfreich. Und andererseits könnte das dann, Korrelat dieser These, könnte das bedeuten, dass zumindest ein Einstieg in die Beschreibung von x-beliebigen Netzwerken, vom Mafia-Netzwerk über die AG oder das Modell Deutschland bis zu Klüngelgruppen in Universitäten, man könnte sagen, nur die, oder bis zu Communities, Protestbewegungen, man könnte sagen, nur die Netzwerke sind netzwerkgesellschaftlich tauglich, die, und jetzt kommt's, in allen Wertsphären aufgestellt sind. Ja, bei Luhmann gab es ja zeitweise, das hat er dann fallen lassen, die Vermutung, Organisationen und auch zum Teil, ja, Organisationen sind funktionssystemspezifisch aufgestellt. Unternehmen in der Wirtschaft, Parteien in der Politik, Krankenhäuser im Gesundheitssystem, Schulen und so weiter. Heute könnte man sagen, diese These würde ich wirklich gerne mal ausprobieren, könnte man sagen, ein Netzwerk, das nicht politische Anschlussfähigkeit hat, das nicht seine ökonomischen Ressourcen mobilisieren kann, das nicht eine gewisse pädagogische Komponente in der Erziehung seiner Mitarbeiter und Teilnehmer hat, dass sich nicht eine Ästhetik im Auftritt, im Image, in der Wiedererkennbarkeit gibt und dass nicht sogar eine religiöse, gleich ideologische Komponente der Überschätzung der eigenen Wertigkeit hat, wird nicht lange überlebensfähig sein. Korollar natürlich der These, dass man sagt, naja, es gibt diese Netzwerke, die sind in allen Wertsphären aufgestellt, nicht zuletzt Referenz auf Massenmedien, ja, und tauchen auf und verschwinden wieder. Andere sind in all diesen Wertsphären aufgestellt und denen gelingt es, eine längerfristige Entwicklung vorzuzeigen. Also an so einer Stelle, das ist eine Baustelle, die Sie angesprochen haben, an so einer Stelle würde ich gerne weiterarbeiten können, wenn ich dazu die Ressourcen hätte. Ist immer schön, wenn man auf der Bühne gleich das nächste Buch konzipieren kann, ne? Oder das übernächste, da sind wir alle gespannt. Ob ein Buch eine Ressource ist, weiß ich jetzt nicht. Ja. Wir gucken auf Twitter. Wo sitzt ihr? Ach so, da hinten, genau. Sie brauchen aber ein Mikrofon, die Kollegin und der Kollege. So, wir haben eine Frage aus der Twitter-Community, die sich auf das Statement bezieht, dass das Inklusionskonzept der Moderne durch die Beobachtung einer Netzwerkgesellschaft abgelöst wird, die damit strukturell kaum mehr etwas zu tun hat. Digitalisierung ist per se nicht inklusiv. Woran ist das genau festgemacht? Die Open-Source-Community oder Wikipedia zeigen auf unterschiedliche Weise doch genau das Gegenteil. Ja, super. Es ist nicht an der Digitalisierung festgemacht, sondern es ist an den Netzwerken festgemacht. Also Digitalisierung ist in der Tat eine Ressource elektronischer Medien, die man egal wo einsetzen kann. Das heißt, die hochgradig inklusiv ist, jeder kann sich beteiligen. Der Trick ist nur, dass der extreme Bedarf an Zuschneidung, sowohl von Software- wie auch von Hardware-Optionen, daran gebunden ist, welche Netzwerke, welche Verwendungszusammenhänge, welche Gruppen von Leuten von mir jeweils mit welcher Art von elektronischen Medien umgehen können. Ja, die These ist, es wird nur solche soziale Phänomene mit einer größeren Überlebenswahrscheinlichkeit geben, die
jetzt nochmal auch in Ihre Richtung formuliert, die sozusagen es schaffen, auf irgendeine selektive Art und Weise mit elektronischen Medien umzugehen, um dadurch in der gesamten Weltgesellschaft Anschlüsse zu haben. Und diese Netzwerke sind selektiv. Nicht zuletzt deswegen, ich sage es nochmal, weil die Arten, die Hardware und Software, die sie einsetzen, eine selektive Verwendung hat. Dass alles möglich mit Open-Source-Entwicklungen entwickelt werden kann, heißt nicht, dass es anschließend auch überall eingesetzt werden kann und für jeden offen ist. Gibt es einen weiteren Comment oder eine Frage? Nee. Gut. Das war's schon. Dann gucke ich mal ganz kurz auf die Zeit, wo wir eigentlich so sind. Ja, kurz vor dem Ende. Ich habe noch eine Schlussfrage, möchte jetzt aber eine weitere letzte aus dem Publikum auch nicht verhindern. Wenn es noch eine gibt, sonst würde ich da aufsetzen. Gab es noch eine? Ja, Entschuldigung, bitte. Ja. Ja, danke auch von mir. Sie haben mich auch erfolgreich irritiert, oder ich wurde erfolgreich irritiert. Zu der ausgesprochenen Irritation habe ich eine Frage. Hinsichtlich, wenn sich die KI in Richtung statistischer Schlussverfahren entfernt oder davon entfernt, desto mehr entdecken wir die statistische Intelligenz der Menschen. Meine Frage wäre jetzt in dieser Hinsicht, inwieweit, oder ich habe mehrere Fragen vielmehr, inwieweit... Bitte nur eine, es ist wirklich die letzte. Okay, ich verschränke mich ein. Hinsichtlich des Narrativs, was einfach vorherrscht aufgrund der Digitalisierung, sprich wir gucken durch eine Linse, wir benutzen natürlich gewisse Worte für die Beschreibung von Handlungen. Insofern die statistische Intelligenz. Inwieweit schränken wir uns eigentlich damit ein, wenn wir durch so eine Linse gucken und mit so einem Narrativ handeln, hinsichtlich auch der Planbarkeit und Messbarkeit, die überall mit den Apps, die Sie vorhin genannt haben, genutzt wird. Alles wird wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit wird errechnet. Inwieweit schränken wir uns eigentlich damit ein und auch hinsichtlich der strukturellen Gesellschaft und machen es uns vielleicht auch sogar unmöglich, auf gewisse Dinge, auf gewisse Erfahrungen, sage ich jetzt mal, zu erleben oder die darauf hinzuarbeiten, wenn wir alles nach Wahrscheinlichkeiten, sage ich jetzt mal, rechnen oder durch dieses Narrativ, sage ich mal, schauen. Macht das Sinn? Wir schränken uns auf genau das ein, was dadurch möglich wird. Das heißt, wir schränken uns maximal ein, vieles andere ist nicht möglich, aber das, was wir dadurch zu sehen bekommen, ist eben möglich. Und das Spannende gerade an dieser Figur der Statistik, die ja nicht zufällig bei Shannon die Basis für eine Beschreibung einer Informationstheorie ist, von der ich glaube, dass sie auch für die Soziologie genutzt werden kann, ist eben, dass man innerhalb dieser Linse, wie Sie so schön sagen, tatsächlich den Einschluss und den Ausschluss gleichermaßen sieht. Ja, das heißt, Sie können jederzeit einsteigen auf das, was Sie für interessant halten und aussteigen in etwas anderes, was Sie mehr lockt. Ich finde sozusagen Denkfiguren, das ist tatsächlich auch ein normativer Akzent in der Systemtheorie, Denkfiguren, ja, das gibt's. Eine Denkfiguren, die ihren eigenen Ausschluss mitthematisieren, interessanter als solche, die es nicht tun. Und ich würde allen Theorien misstrauen, die gleichsam keine Außenseite kennen. Das ist jetzt nicht wirklich eine Antwort auf Sie, weil ich vermute, dass sie eine inhaltlichere Vorstellung von der Verarmung durch statistisches Denken haben, ne, die ich nicht teile, deswegen belasse ich es mal dabei. Ganz am Schluss in der Reihe versuchen wir immer noch mal eine europäische Perspektive anzusprechen, wenn es die gibt. Und ich habe mir da ein Zitat rausgeschrieben von 4.0 oder die Lücke, die der Rechner lässt. Das Zitat geht so, es geht um Politik. Politik ist nicht mehr die Verfügung über den Ausnahmezustand, Klammer Karl Schmidt, sondern über digitale Plattformen, die als Rückhalt eines Netzwerkes fungieren, das, wie ich vermute, in allen Dimensionen ehemals modernen Wertsphären sein Profil gefunden haben muss. Die Drohung des Staates zur Aufrechterhaltung der Ordnung, Ausschluss aus dem Netzwerk. Was heißt das für die Politik? Weil das bedingt ja oder würde auch bedingen, dass es quasi monopolähnliche Plattformen sind. Sonst würde ja die Drohkraft des Ausschlusses quasi verpuffen, des Staates, wenn man möchte. Sehen Sie da eine Möglichkeit der Politik, diese Monopole zurückzustufen, dass diese Drohkraft insofern eigentlich gar nicht an Monopolen festgemacht werden kann? Also zunächst mal würde ich sagen, es reicht vollkommen,
Netzwerke für attraktiv zu halten, um die Drohung mit dem Ausschluss schon für interessant zu halten. Das müssen keine Monopole sein. Nach dem Motto, wenn ich diesem... Sind aber welche gerade. Genau, also wenn ich mich diesem Netzwerk nicht anschließe, auf dieser Plattform keinen Erfolg habe, dann gehe ich irgendwo anders hin. Mhm. Und genau darum ging es dann in der Antwort auf Ihre Frage. Und das ist ja auch die Art und Weise, wie die EU-Kommission sich gegenwärtig beeindruckenderweise aufstellt, dass man sagt, also in dem Moment, wo, wie heißt das schöne Wort dann, also diese Plattformen zementiert sind und in der Tat keine Chance mehr für eine Entstehung von Alternativen neben ihnen zulassen, weil so nach dem Gesetz, nach den Power Laws dieser Welt, also diesem Gesetz der Extrapolation von Netzwerkeffekten, einfach ein Konkurrent keine Chance hat, ja, weder auf der Ressourcenebene noch auf der Zugangsebene zu Nutzern eine Chance hat, genau da aktiv werden muss. Und ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund, auch in unserer so schräg und riskant deregulierten politischen Lage der Gegenwart, überhaupt keinen Grund, die Fähigkeit und die Notwendigkeit der Politik in diesem Sinne gesetzlich und monetär und wie auch immer, also Strafgelder, einzugreifen, zu unterschätzen. Ja, es gibt kein Gesetz der Welt, das irgendeine Art von Digitalisierung und KI-Ligisierung für eine Naturgewalt hält, die Politik sich zu unterwerfen hat. Sie setzen auf die Vernunft. Ich setze darauf, dass Politik mit Blick auf Wähler eine Kraft entfalten kann, die sich als extrem unvernünftig herausstellt, aber wirksam ist. Vielen, vielen Dank, Dirk Becker. Es geht weiter bei uns im Juni mit Josef van Dijk an einem anderen Ort. Dann kommen wir wieder hier zurück. Vielen, vielen Dank, dass Sie da geblieben sind. Sie kriegen gleich noch ein Geschenk von dem HIG und der BPB. Danke für Ihr Mitmachen, für Ihre Partizipation und dass Sie bei uns geblieben sind für 2 Stunden. Tschüss. Dankeschön.